Ich bin noch gemutet. Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ich habe gerade gesagt, während ich gemutet war, dass ich glaube, schon langsam mal wieder zum Friseur muss. Ich mag meine wilden Locken mittlerweile echt gerne. Aber die fallen aktuell so zur Seite und stehen nicht mehr so schön hoch, ne? Das gefällt mir nicht mehr. Ich glaube, schon langsam wird Friseurzeit. Friseurzeit! Ja, normalerweise, ne, habe ich immer meinen Pausensong, aber jetzt lief schon im Hintergrund der Resident Evil Soundtrack ganz, ganz leise. Hallo Puzzles und Just Smitty und Vampire Girl und Frankie Tanky und Just, ach so, das hatten wir schon, und der grüne Fuchs und Marcel und Malte und Tank und Chino und Cybot und Nadi und Kromdorn und AFK und Dreadlegs und Slobivan und Pixel Paddy und ihr alle. Hallo. Frankfurter Bub, hi. Asanovirus, Hallöchen. Na, wie geht's euch allen so? Ja, fast schon, ne? Fast schon. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Oh je, Leute. Ich sag's euch, die letzten 10 Tage waren mega stressig. Holy shit, bin ich froh, dass das jetzt einigermaßen geschafft ist. Eieieiei. Das war belastend. Aber jetzt haben wir's. Ich hatte tatsächlich mal Dreads, unter Anführungsstrichen. Ich habe mal versucht, mir Dreads zu machen. Keine Ahnung, da war ich 16 oder so, weiß ich nicht. Aber meine Haare funktionieren nicht für Dreads. Die sind zu dick, zu gesund. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich alles versucht, ne, mit Kernseife waschen, dass sie kaputt gehen, mit Bier, was man alles so für Tricks bekommt. Aber die haben sich nicht verfilzt. Meine Haare filzen nicht. Ich kann machen, was ich will. Die filzen nicht. Ich kenne das Phänomen Filz nicht. Ich habe seidiges Alpaka-Haar. Ich habe keine Ahnung, wie sich Alpaka-Fell anfühlt, aber ich glaube, ja. Das war ein Tipp, den mir früher Leute mit Dreads gegeben haben, dass man seine Haare mit Bier waschen soll. Das soll helfen. Aber, nee, hat es bei mir auch nicht. Ich war allerdings auch nie irgendwie bei einem Friseur oder sowas, ne? Vielleicht hätten die mir Dreads machen können, aber ich wollte das selber machen und das hat nicht funktioniert. Wer weiß. Aber jetzt will ich auch keine mehr. Nee. Aber damals, so mit 16, hätte ich echt gerne Dreads gehabt. Ich habe mir im Grunde dann eher, weißt, das war auch so ein 90er-Jahre-Ding, das kennt man von so Emo-Bands so ein bisschen, dass die eher so verklebte Spitzen hatten, so super stark mit Gel verklebte Spitzen, so runter übers Gesicht, überall hochstehend. Sowas hatte ich dann eher. Das war quasi meine Aushilfs-Dreads waren das im Grunde. Ja, so war das. Welche Sorte Holy magst du am liebsten? Ah, ich kann dir sagen, dass mein persönlicher Favorit hier ist. In dem Becher, und zwar Matcha. Matcha Mint. Matcha Mint ist für mich der ungeschlagen beste Eistee. Den finde ich sehr, sehr lecker. Den mag ich wirklich gern. Und von den Energy Drinks finde ich tatsächlich viele gut. Es ist wirklich so, weil ich trinke schon öfter mal Energy Drinks, aber halt nicht ständig, ne? Ist ja eh klar. Und ich hätte so gern so viele Energy Drink Geschmackssorten als Eistee. Ich hoffe, die kriege ich irgendwann mal noch. Jetzt gibt's den jetzt schon oder kommt da bald die drei neue Energy Sorten? Und die sind auch alle drei sehr lecker, alle Cocktails nachempfunden. Und da habe ich den mit Erdbeergeschmack, mit dem Delfin drauf. Wie heißt er gleich nochmal? Irgendwas Dolphin. Sehr gut. Sehr gut auch. Hast du meine Holy-Bestellung gesehen? Ich sehe nicht, wer von euch was bestellt. So genau kriege ich da keine Auflistung. Das weiß ich nicht. Aber ich habe Holy-Bestellungen gesehen. Und ich freue mich, wenn deine mit dabei war. Sehr schön. Einfach mal Matcha trinken. Naja. Matcha. Matcha. Influencer können nach langer Zusammenarbeit ja oftmals bei Geschmäckern mitreden. Was wäre die offizielle LSBA-Sorte, wenn du entscheiden dürftest? Ich glaube, dafür bin ich viel zu klein. Aber was wäre denn meine offizielle Sorte? Das ist schwierig. Boah. Es gibt schon so viele, ne?
Aber ich glaube, ich hätte gern irgendwie einen sehr intensiven Erdbeereistee. Ich glaube, das fände ich geil. Oder Banane. Sowas wie ein Bananenshake. Meint ihr, das könnte gut werden oder ist das voll ekelhaft? Wenn man so einen Bananeneistee machen würde. Oh, das klingt riskant. Wenn ich mir vorstelle, ich trinke so was Wässriges mit Bananengeschmack, ne? Das könnte auch sehr schnell sehr eklig werden. Könnte aber auch geil sein. Ich würde es riskieren. Ich glaube, es wäre Erdbeer. Vielleicht Bananen-Erdbeer. Bananen-Erdbeer-Eistee. Ich meine, so Bananennektar ist schon sehr geil auch. Hab mir auf jeden Fall 3 Sorten mit deinem Rabattcode bestellt. Super cool. Ich hoffe, die schmecken dir. Weißwurst, Honigsenf und Brezel. Das ist auch interessant. Genau, der bayerische Audi. Wasteland Wanderer. Boah, das wäre ekelhaft. Ja, da könnte man viele interessante Sachen machen, auf jeden Fall. Danke, Landscript Birdrider. Dank dir bin ich auf Holy Hydrations gestoßen. Oh, Namen. Die Hydration-Dinger mag ich tatsächlich auch sehr gerne. Da habe ich übrigens einen guten Tipp für dich, flauschiger Satan. Weil ich glaube, offiziell wird das immer so kommuniziert und bei fast allen Geschmacksrichtungen ist das auch so, dass man erst Wasser in den Becher füllt, dann das Pulver und dann schütteln. Aber mir ist aufgefallen, dass die Hydration-Dinger manchmal ein bisschen klumpen und man muss sehr lange schütteln. Und was ich da sehr empfehle, ist, erst Pulver rein und dann Vollgaswasser. Aber richtig gleich den Wasserhahn auf Maximum aufdrehen. Pusch, ne? Und dann hast du keine Klümpchen, die du wegschütteln musst. Dann ist alles gleich wunderbar aufgelöst. Kann ich sehr empfehlen bei den Hydration-Dingern. Banana Fallout von Holy. Oh, was wäre denn ein guter Fallout-Geschmack? Ich meine, wir wissen alle nicht, wie Nuka-Cola schmeckt, ne? Wahrscheinlich so ein bisschen wie Coca-Cola. Coca-Cola-Geschmack könnte man machen. Aber ich meine, bei einem Fallout-Crossover, ne, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich könnte nur einen Landsquid Bird Rider Crossover machen. Meeresfrüchte-Hühnchen-Geschmack. Das wäre der Landsquid Bird Rider Geschmack. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So. Genau, dass es direkt aufwirbelt, aber es löst sich aber auch so mit der Zeit. Ja, genau. Das ist nur so ein Tipp von mir, so ein Lifehack, den ich rausgefunden habe. Coca-Cola mit Bananengeschmack. Nuka-Cola habe ich interpretiert, da der Erfinder John Kelly Bradburton ist. Das ist wie eine Mischung aus Coca-Cola und Pepsi. Ja, genau. Das könnte sein, ne? Meerrettich-Ingwer-Geschmack. Auch spannend. Hey, aber ehrlich gesagt, nachdem ich Matcha-Limette so geil finde, würde ich auch Meerrettich-Ingwer probieren. Wer weiß. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass Matcha mein Lieblingsgeschmack ist. Ich kenne Matcha-Pulver. Ich habe früher mal eine Zeit lang in der Lebensmittelfabrik gearbeitet. Da wurden ganz viele Sachen durchgemischt so. Und da war Matcha auch immer eine Zutat. Ich kenne den Geruch deswegen ganz intensiv. Und ich dachte mir immer so, na, das ist glaube ich nicht meins. Aber hey, so kann man sich täuschen. Tja. Holy Wackelpudding. Oh ja, Waldmeister gibt's ja schon. Waldmeister gibt's ja schon. Aber so Vanillepudding-Geschmack. Käsekuchen-Geschmack. Jetzt kommen wir der Sache schon langsam, glaube ich, auf die Spur. Käsekuchen-Geschmack. Köstlich. Meinst du, Resident Evil 9 wird dieses Jahr angekündigt? Oh, das ist ein super schwieriges Thema, ne? Jetzt, wo quasi alle Leaks im Grunde nicht mehr relevant sind oder so, ne? Eieiei, keine Ahnung, Leute. Ich kann überhaupt nichts mehr dazu sagen zu dem Thema. Ich kann nur sagen, dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass wir nächstes Jahr irgendein Resident Evil Spiel kriegen werden. Das ist aber alles, was ich mich aktuell an Prognosen traue, muss ich sagen. Keine Ahnung. Und es könnte gut sein, dass dieses Jahr dann schon die
die Ankündigung noch irgendwie stattfindet. Aber ob das jetzt ein 9 sein wird oder ein Code Veronica oder ein Zero oder eventuell doch ein Remake vom ersten Teil, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, beim letzten Mal bei Resident Evil Zero sind wir hier irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Also ich bin hängen geblieben. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was wir machen müssen, ganz ehrlich. Wow! Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Rumsuchen. Ich muss jetzt mal ein bisschen systematisch vorgehen. Ich bin beim letzten Mal noch so ein bisschen wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend gelaufen und wusste gar nicht genau, wohin und was zu tun ist und so weiter. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, Code Veronica Remake ist gut möglich. Es ist absolut möglich, ja, würde ich auch sagen. Waren wir hier schon mal? Und die Antwort ist nein, wir waren hier noch nicht. Sehr gut, da können wir weitermachen. Hallo, Mickey. Ich mag von Holy White Peach, obwohl mir Pfirsicheistee gar nicht schmeckt. Na guck, so ist es manchmal, ne? So kann es sein. Korrekt, dass du antwortest. Hey, ich kann nicht immer alles lesen. Aber wenn ich was lese, dann antworte ich auch. In der Regel. Außer ich denke mir so, okay, alles, was ich dazu sagen könnte, wäre nicht sehr nett. Dann lasse ich es lieber. Das ist so die Richtlinie. Aber manchmal, nicht, dass jetzt Leute, auf die ich nicht reagiere, meinen, ich finde euch nicht nett oder könnte nicht nett auf euch reagieren. Manchmal lese ich es auch einfach nicht. Ah. Hi Tobi. Code Veronica soll wohl als Resident Evil 3 geplant gewesen sein. Ja, ja, damals, das Original. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber Sony hat auf die Trilogie bestanden. Deswegen hat ja Code Veronica jetzt so ein bisschen diesen komischen Status, dass es kein nummerierter Teil ist, aber auch kein Spin-off, sondern ein offizieller, vollwertiger Teil. Dieser Computer wurde erst kürzlich benutzt, erscheint jedoch nicht mehr zu funktionieren. Woher wissen wir, dass er erst kürzlich benutzt wurde? Das würde mich wirklich interessieren. Weil die Tastatur nicht so eklig ist oder gerade weil sie sehr eklig ist vielleicht? Müssen wir hier nicht... Ja genau, wir müssen die Kerze anzünden. Haben wir schon ein Feuerzeug, Billy? Du hast ein Feuerzeug, Billy! Oh mein Gott, ich hasse die Steuerung in dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie ich sie zu mir rufen kann. Ich weiß wirklich nicht. Ah, Gott sei Dank. Ich habe die Taste gefunden. Billy, ich muss jetzt in dein Inventar. Sei bitte kooperativ. Okay, gut. Und jetzt benutzen wir das Feuerzeug. Das können wir aber nicht benutzen. Warum nicht? Kerze ist abgebrannt. Ja, deswegen... Ah. Es ist noch wahnsinnig warm. Bei mir geht's tatsächlich. Das brauchen sie jetzt nicht? Warum brauche ich denn jetzt bitte... Hä? Ah, guck mal, wir könnten hier schon sein Sakko-Outfit wählen. Ich habe mir schon gedacht, was ist denn der Koffer? Hä? Warte mal, was hat denn dann Rebecca für ein alternatives Outfit? Resident Evil Zero hat ja wahnsinnig viel sehr Easter-eckige Outfits. Ist ja auch mal eine interessante Möglichkeit, Outfits zu wechseln. Ah ja, hier haben wir Western-Leder. Leider sonst noch nichts, schade. Es gibt nämlich auch ihr Outfit, wie sie ursprünglich in der Resident Evil Zero Version für den N64 ausgesehen hätte. Also nicht so polygonig, aber mit dem weißen Barett. Das finde ich ein sehr nettes Easter Egg, das verstehen wirklich nur Insider. Und es gibt auch ihr Original Resident Evil 1 Kostüm mit ihrem roten Bandana. Ich verstehe eh nicht, warum die ihr rotes Bandana genommen haben. Ihr rotes Bandana war doch super. Was kann man denn gegen rote Bandana haben? Naja. Hier sind es 25 Grad. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie warm es bei uns ist. Es war heute schon sehr sonnig, nach langem, langem Regen mal wieder. Aber ich empfinde es gerade nicht als so heiß tatsächlich. Wie schmeckt das Cranberry? Weißt du das?
Ah ja, warte mal. Oh, das ist schon länger her, dass ich das hatte. Aber ich mochte das, kann ich dir sagen. Es hat mich nicht komplett jetzt umgehauen, dass ich es immer wieder haben mochte, aber ich mochte es gerne, Cranberry. Das weiß ich. Ist Rebecca in Zero nicht sogar 17? Die müsste 18 sein. Die hat mit 18 nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, ihren Abschluss gemacht, ihren Bachelor in Chemie. Und insofern müsste sie auf jeden Fall mindestens 18 sein, nachdem sie Stars beigetreten ist. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich das Feuerzeug nicht an der Tür benutzen kann. Verschlossen. Muss ich mir erst das Bild angucken oder so? Ein alter Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt zur wahren Wahrheit. Ja, Billy, guck, jetzt haben wir alles gesehen, was wir wissen müssen. Könnten wir jetzt vielleicht das Feuerzeug benutzen? Warum denn nicht? Muss ich noch irgendwas machen mit dem Feuerzeug? Das Feuerzeug scheint leer zu sein. Alles klar. Dankeschön. Das wollte ich nur wissen. Alles gut. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wir haben ja gerade irgendwas aufgehoben, ne? Ein Mikrofilm. Okay, alles klar. Trinkst du deinen Energy Drink mit stillem Wasser? Ja, mit stillem Wasser. Ich habe es noch nie mit Sprudelwasser probiert, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass durch das Schütteln das meiste eh wieder verloren geht. Außer man mischt es erst und stellt es dann in so einen Sprudler, wenn man sowas zu Hause hat. Keine Ahnung. Aber habe ich nie probiert. Brauche ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Habe beides ausprobiert und finde Sprudel sehr nah am klassischen Energy Drink. Ah, okay. Alles Gute an alle. Was? Alles Gute an alle ab in die Nachrichten arbeiten. Ach, Nachtschicht, Entschuldigung, ich hab's falsch gelesen. Ey, ja, dann viel Erfolg bei der Nachtschicht. Ich wünsche dir eine ruhige Nachtschicht. Gibt es denn eine falsche Wahrheit? Das ist schon fast philosophisch. Gibt es denn überhaupt die eine Wahrheit? In der Mathematik und in der Physik schon. Aber dann wird's eng, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Verschlossen. Feuermotiv. Okay, wir haben jetzt einen Mikrofilm, sonst allerdings leider nichts. Wir können das Feuerzeug nicht auffüllen. Schauen wir mal weiter. Ja, nee, ich habe Molotow-Cocktails im Inventar und die können wir werfen. Ich verstehe es auch nicht, was das soll. Ich verstehe es auch nicht, was das soll. Security System, please insert System Disk. Ich schätze mal, der Mikrofilm ist leider nicht die System Disk, ne? Ich habe den Zug so oft gespielt, weil den mag ich eigentlich ganz gerne. Und hier habe ich immer recht schnell aufgehört. Ich glaube, ich habe Resident Evil Zero tatsächlich nur ein einziges Mal durchgespielt in meinem Leben. Und ich wirklich vor den Affen, ey. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Affen. Oh, wir kriegen das aber alles hin. Überall mit klaren Regeln gibt es eine absolute Wahrheit. Naja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Das würde heißen, wenn irgendein Diktator bestimmt, dass er nicht aufs Klo gehen muss, sondern er hat einen besseren Stoffwechsel als alle anderen Menschen. Und deswegen scheidet er nichts aus, weil alles zu 100% verarbeitet wird. Und das wird einfach als Wahrheit daraus gepumpt über die staatlich kontrollierten Medien und so weiter, ne? Dann wäre das nach deiner Definition absolut wahr. Weil es gibt klare Regeln. Niemand darf was anderes behaupten. Der Superdiktator geht nicht groß aufs Klo. Und Schluss, ne? Ja, genau. Um nochmal kurz auf Holy zu kommen, möchtest du auch wegen einem was noch lachen? Hä? Was?
Der Diktator ist bestimmt mit dem T-Virus infiziert, wenn er nicht aufs Klo muss. Das ist wirklich eine gute Frage, ne? Wie ist denn das? Wie ist denn, da müssen Zombies aufs Klo gehen? Weil darüber wird nie geredet. Ich glaube schon. Die haben nämlich einen erhöhten Stoffwechsel. Okay, wartet mal. Stopp. Wir haben Molotow-Cocktails. Billy, benutze ihn. Ausrüsten nicht möglich. Oh, ich hasse manchmal. Also, manchmal nervt mich das Spiel. Jetzt schon. Jetzt schon. Und ich habe schon wieder vergessen, wie man irgendwas macht. Billy, wirf doch! Shit, ey. Ich muss dringend ins Inventar. Ich muss dringend alle heilen. Ich stelle mich gerade so dämlich an, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Billy, nimm die Schrotflinte und dann hauen wir den weg. So, gut, den hätten wir. Das ist schon sehr gut. Sehr gut gelaufen alles. Oh. Also eines kann ich an der Geschichte von Resident Evil Zero und Resident Evil 1 nicht verstehen. Wenn doch beide in den Arkley Mountain spielen, dann müsste das Alpha-Team die Explosion mitbekommen haben, oder? Welche Explosion meinst du jetzt? Am Ende? Ich glaube, da liegt eine Nacht dazwischen. Ne? Da liegt eine Nacht dazwischen. Wir sind jetzt quasi in der Nacht, gerade aktuell befinden wir uns in der Nacht vor der Einsatzteam-Alpha-Nacht. Ich verstehe auch nicht, warum die immer mitten in der Nacht ihre Einsätze machen. Aber theoretisch hast du schon recht, insofern, dass irgendjemand definitiv die Explosion hätte mitbekommen sollen, ne? Das ist schon ungewöhnlich. Das stimmt. Okay. Das war gerade der schlimmste Kampf überhaupt gegen so einen Leech. Muss ich schon zugeben. Aber die Steuerung macht es einem auch nicht leichter. Muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen. So, okay. Billy, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wirklich nicht. Es ist wirklich schlimm. Ich habe gerade keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Maschinenmensch, was geht? Verstehe nicht, wieso die Teams ihre Leute immer gegen Sonnenaufgang mit Helis retten. Vielleicht haben die einfach Angst. Das könnte sein. Vielleicht haben die Piloten von Stars. Vielleicht sind die nachtblind. Deswegen können die immer nur tagsüber dann die Rettungseinsätze fliegen. Im Endeffekt ist das halt, das ist halt so ein typischer Horrorfilm-Trope, ne? Macht ja auch Sinn. Im Endeffekt ist halt immer so, die eine Nacht ist dann der Höhepunkt der Ereignisse. Manche Horrorspiele spielen nur in einer Nacht oder Filme. Manchmal ist so diese eine Nacht dann der Höhepunkt, auf den alles hinausläuft, ne? Und letztendlich, ja, ist dann mit Sonnenaufgang, ist dann auch das Schlimme vorbei. Quasi. So, wir hätten jetzt hier noch eine zweite Schrotflinte. Was hältst du von den Resident Evil CGI-Filmen? Finde ich ehrlich gesagt alle langweilig einfach. Da kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich finde die alle langweilig. Ich habe nicht mal alle gesehen.
Dankeschön, Smitty, für die 5 Bits. Luigi's Mansion, kein Horrorspiel, spielt aber auch in einer. Ich würde schon sagen, dass Luigi's Mansion technisch gesehen als Horrorspiel durchgeht. Es ist halt natürlich ein sehr familienfreundliches Horrorspiel, ne? Aber es ist schon, man kann es auch gerne ein bisschen Entkräften und Grusel dazu sagen oder sowas in der Art. Aber würde ich schon sagen, kann man, würde ich als Horrorspiel durchgehen lassen, definitiv. Auch wenn es komisch klingt. Sind wir alle komplett fit oder braucht irgendwer noch? Nee, alle fit, gut. Wesker hatte die Sonnenbrille schon auf, damit man ihn nicht sehen konnte. Ach so, dass er schon mit dem Virus infiziert war. Ja, nee, nicht wirklich, weil zu dem Zeitpunkt wusste er selber noch nicht, dass er irgendwie Superkräfte hat oder mit irgendwas großartig infiziert ist. Ich glaube, die Sonnenbrille hat er einfach nur auf, weil er sich echt cool vorkommt. Glaube ich, wirklich. Das macht halt lore-technisch keinen Sinn, weil Wesker erst durch die Verletzung des Tyrants erfährt, was er für ein krasser Mutant ist. Ich meine, vielleicht hatte er davor schon veränderte Augen, ne? Und er war sich vielleicht dessen gar nicht selber so hundertprozentig bewusst. Das kann schon sein. Ich lauf im Kreis. Danke, Just Mithy. In der Physik gibt es keine so klaren Regeln, wie man immer glaubt, nur Vermutungen. Manche bewahrheiten sich oder schaut dir mal... Stars. Was? Aber schau dir dazu mal das Doppelspaltexperiment an. Okay. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Weiß irgendjemand von euch, was wir jetzt tun müssen, zufällig? Weil ich war jetzt irgendwie überall, ne? Hier ist ein Benzin. Kann ich? Okay, wartet. Stopp. Alles aufhören. Stopp. Alles hört auf mein Kommando. Wir gehen jetzt zurück und kombinieren mal den Benzinkanister mit dem Feuerzeug von Billy. Ne? Aha. Und dann zünden wir die blöde Kerze an. Wie wär's denn vielleicht damit mal? Das wäre doch vielleicht mal eine Idee. Aber warte, da muss ich schnell gucken, wo der Benzinkanister ist. Der ist direkt da, wo ich gerade herkomme. Sehr gut. Billy, du bist dran. I choose you. Wenn das jetzt funktioniert, frage ich mich schon, muss ich schon sagen, dass ein Benzinkanister nicht das intuitivste Werkzeug ist, um mein Feuerzeug aufzuladen, ne? Nee, funktioniert auch nicht. Hätte ja sein können, aber die brauche ich nur für Molotow-Cocktails. Okay, schade. Schade, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir hätten's. Yay! Der Unterstrich erste Unterstrich Wessi ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, der erste Wessi, für dein Prime Sub. Das freut mich sehr. Das ist sehr nett von dir. Was habe ich denn beim Zug liegen lassen? Ganz viel Heilung, Messer. Okay, den Greifhaken. Den brauchen wir definitiv irgendwann nochmal, ne? Aber weiß ich jetzt auch nicht wann. Dann haben wir da eine verschlossene Tür. So weit, so gut. Okay. Wieso komme ich nicht weiter? Warum stehe ich denn hier so auf dem Schlauch? Ich hasse das immer komplett, wenn das im Stream passiert. Das ist immer super, super nervig und stressig für mich.
Mal eine Frage. Dachtest du wirklich, dass die Enklave ausgelöscht ist nach dem Ende mit DLC von Fallout 3? Außerdem, was wäre, wenn die Enklave Caesars Legion aufhält in der Fallout-Serie in Staffel 2, um selbst expandieren zu können? Wäre ja logisch. Also wenn Caesars Legion gegen die Enklave kämpft, ne, dann gewinnen auf jeden Fall schon mal alle anderen. Das ist schon mal gut. Das können die machen. Also ursprünglich, ne, wenn man wirklich so die ursprüngliche Fallout-Lore sich anguckt, dann wäre es natürlich so gedacht gewesen oder so angedeutet, dass... Dankeschön, David22! David-22 ist jetzt ein Birdrider. Dass die Enklave schon nach Fallout 2 quasi besiegt war. Die hatten da ihre Basis, ihr Hauptquartier im Präsidenten und dann waren sie tot. Ne, das wurde ja quasi auch wieder von Bethesda nochmal dann sehr stark ausgebaut. Nicht nur in Fallout 3, sondern dann eben auch in Fallout 76. Und mittlerweile wirkt es ja so, als wäre die Enklave überall. Aber ursprünglich war das, denke ich, nicht so vorgesehen. Es ist normal, dass man beim Stream auf dem Schlauch steht. Das Problem kenne ich auch. Man ist einfach durch den Chat so abgelenkt. Ja, ja, total. Ist eh ganz klar. Aber trotzdem nervt es mich immer, weil ich denke mir immer, jetzt guckt ihr mir hier seit einer Stunde, seit einer halben Stunde zu, wie ich im Kreis laufe. Toll. Können wir vielleicht mal wieder Progression haben. Aber gut. Yay. Anton-unterstrich-unterstrich-unterstrich-unterstrich-unterstrich ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, David, für die verschenkten Subgifts. Das ist wirklich sehr nett von dir. Pugetary ist jetzt ein Birdrider. Okay, ich habe zumindest ein Dokument gefunden. Das können wir uns mal anschauen. Dankeschön, wirklich sehr nett. Richtlinie der Auszubildenden, oder? Doch, ja. Ziel der Ausbildungsstätte. Das Heranziehen einer neuen Generation perfekter Mitarbeiter zur Sicherung der Zukunft der Umbrella Corps. Eine strenge und rigorose Ausbildung sorgt dafür, dass unabhängig von Geschlecht, Rasse und Glauben der perfekte Kandidat hervorgebracht werde, die sich als globale Führungskräfte für die Umbrella Corporation eignen. Wir warten gespannt die Entwicklung ihrer Führungsqualitäten. Richtlinien der Ausbildung. Disziplin, Gehorsam, Einheit. Diese drei Worte sind die Grundprinzipien für alle Mitarbeiter der Umbrella Corporation und das Gesetz dieser Anlage und als Gesetz dieser Anlage zu verstehen. Halten Sie sich diese Worte stets vor Augen. Widmen Sie sich Ihrer Ausbildung und machen Sie sich selbst und dem Unternehmen Ehre. Ich bringe Ehre für das Haus. James Marcus, Geschäftsführer Umbrella Corporation. Mit Ausbildungsstätte. Management. Ah, gut. Das bringt uns gerade auch nicht weiter. Dann schaue ich mich jetzt mal in Ruhe um. Ich weiß, dass hier ein einzelner Bildschirm blinkt, aber wahrscheinlich erst, wenn ich vorne am Podest was mache. Dankeschön, der Franklin, für 100 Bits. Die weiße Engelsstatue fehlt neben der schwarzen Engelsstatue. Das stimmt, aber ich habe die weiße Engelsstatue nicht. Und ich weiß auch nicht, wo. Ich habe hier einen Mikrofilm A und eine Winde. Aber ich weiß bei beidem nicht, wo und für was ich die benutzen soll. Ich muss gerade mal die Tastatur ein bisschen wegschieben, weil ich gerade von einem wilden Katamon attackiert werde. Aus dem hohen Gras ist er gesprungen. So. Kannst du dich ein bisschen auf den Tisch setzen so und dann geht das? Ist das in Ordnung, Kater? Jein? Nein? Weiß ich nicht. Eine Red Katze. Eine Red Katzerlake. Würdest du, danke Just Smithy, würdest du jemals das Rockstar-Spiel Bully spielen? Ich habe das früher gespielt, als es rauskam.
fand ich ganz nett, aber hab mich nicht so umgehauen. Okay, ich gehe jetzt wirklich nochmal systematisch alles ab. Eine Uhr eingraviert. Der Regen hat nachgelassen, doch der Himmel ist noch mit dunklen, unheilvollen Wolken bedeckt. Oh Gott, Kater, ich weiß nicht, der hat gerade... Wartet mal. Der hat sich gerade auf die Maus gesetzt. Ich glaube, es ist alles okay. Katerchen, komm, wir müssen da irgendwie eine Lösung finden. Kannst du nicht... Können wir irgendwie gleich, ja. So, ich muss halt irgendwie den Controller noch halten, Kleiner, okay? So können wir es von mir aus mal machen. Das ist okay für ihn anscheinend. Na gut, dann bleiben wir so. Ist auch super gemütlich für mich gerade. Überhaupt kein Thema. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo, Calvin. Und hallo, Kali. Hab das Resident Evil Game Boy D-Make gespielt. War witzig. Ja, das ist lustig, ne? Hi, Steinfohlen. Ich hätte noch eine Idee wegen einer Namenskombi. Fallout of Evil Residence. Ich finde die beiden echt schwer zu kombinieren, oder? Resident Evil und Fallout, das passt einfach nicht zusammen. So vom kann man keinen guten Wortwitz kreieren. Fallout Evil, Fallident, Resout, ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Hey, Hype-Train Stufe 1, ich habe einen Bär mit einem Baseballschläger bekommen. Das ist doch irgendwie auch schön. Warum nicht? Ich kriege mal nochmal in das Loch runter. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ideen mehr, Leute. Ich muss einfach mal ein bisschen jetzt gucken. Ich schaue gleich irgendwo in einem Guide nach. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Fall Evil. Gibt es nicht irgendwie ein Spiel oder einen Film, der irgendwie Evil Fall oder sowas heißt? Oder, nee, The Fall gibt's. Und The Evil Dead gibt's. Ich hoffe, es gibt nie so Geruchstechnologie. Ich denke mir das immer, wenn in Videospielen steht, der Gestank treibt einen die Tränen in die Augen, wie jetzt gerade in der Kanalisation. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, so viel Realismus brauchen wir nicht, oder? Da gab's, glaube ich, schon erste Experimente in Kinos und sowas mit so Geruchsadaptern, die man dann irgendwie sich um die Nase bindet und dann riecht man, was im Film passiert. Ich sehe da erstens den Mehrwert nicht so ganz, muss ich sagen. Und zweitens ist das, glaube ich, auch, weiß ich nicht, nichts, was ich gerne möchte. Brauche ich den Greifhaken irgendwo? Hey, ich gucke jetzt im Internet nach. Aber ich habe gerade einen Kater auf den Armen. Dammit. Ich muss außerdem pinkeln, ey. Alles kommt zusammen. Aber jetzt warten wir hier kurz. Jetzt bleiben wir kurz mit dem Kater sitzen. Kalli, hey, vielen, vielen Dank für dein Mitglied der Jünger der Tentakel werden. Freut mich. Dankeschön. Danke, danke. Oh, Kater, was machst du? Okay, gut. Dann können wir jetzt schnell in dem Guide nachschauen. Ich suche mir jetzt irgendeinen tollen Guide. Oh Gott, Kater. Er ist nur auf F5 getreten, es ist alles gut. Er wollte nur den Chat mal aktualisieren, ne, damit ich keine Nachrichten übersehe. Er hat es nur gut gemeint. Den Greifhaken brauchst du später. Okay. So, jetzt passt auf. Ich mache jetzt mal, damit es nicht so langweilig für euch wird, immerhin Resident Evil... einen Resident Evil Safe Room Soundtrack an. So, dann gucke ich jetzt währenddessen schnell. Resident Evil Zero Walk Through. Seid ihr auch so oldschool, dass ihr lieber in so alte Walkthrough-Komplettlösungsguide reinguckt? Als dass ihr in so FAQ so Sachen, als dass ihr euch irgendwo ein Video oder sowas anguckt. Ich bin da noch voll oldschool.
Ich schaue lieber wirklich in so Text-Walkthroughs und scroll da durch. Versuch mal die Tür unten in der Halle, wo der Leech war. Habe ich das nicht schon? Schöne Podcast-Folge bei Stay Forever über die Welt von Fallout. Ja, danke schön. Freut mich, dass die dir gefällt. Okay, der funktioniert gerade irgendwie nicht. Okay, Trainingsfacility, der Anfang. Okay. Ja! Blackmane 1909 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Blackmane. Freut mich sehr. Okay, wisst ihr was? Ich mach's anders, weil ich finde die Stelle nicht, wo wir sind. Ich mach schnell Resident Evil Zero White Wings oder so. Angel Wings. Lange Sequenz mit Dr. Marcus, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Überflüssige Sachen, große Tür, erledigt die beiden Zombies, Munition aufzuheben. Geht klein Gang, bla bla bla, zwei Zombies, geht in die Ecke, nehmt die schwarze Statue an euch, die haben wir. Geht nochmal in die Ecke, ihr könnt Billy eine Hunting Gun, Shotgun, ein kleiner Kanister. Nach unten, Ecke. Zum Erker, zwei Herbs, schwere Tür. Hä? Warte mal. Geht zu den Bänken und nehmt das Papier auf. Den Apparat könnt ihr noch nicht benutzen. Dafür findet ihr aber auf der rechten Seite eine Schreibmaschine, Ribbons, Shotgun, Munition, mittlere Tür. Öffnet sie und ihr gelangt an eine Statue. Setzt hier die schwarze Figur auf eines der Bleche. Ach so, ja. Geht weiter zurück, vorne links öffnet die zweite Tür, erledigt im Gang vor euch zwei Zombies. Versucht immer möglichst einen Headshot zu machen, um Munition zu sparen. Zimmer findet ihr eine Karte der Villa. Magnetfilm A. So weit sind wir jetzt. Des Weiteren, hey, ich muss jetzt ganz kurze Pinkelpause machen. Ich bin sofort wieder da, sorry. Ich halte nicht mehr aus. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Was für schöne, entspannende Pianomusik wir hier haben auf einmal. Ist das wirklich manchmal, wenn ich so Resident Evil Soundtrack anmache, denke ich mir immer so, what? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was das ist, aber gut. Okay, lass mich noch mal kurz gucken, Leute. Des Weiteren für später ein Fahrstuhl, bei dem aber die Kurbel noch fehlt. Die Kurbel haben wir. Warte mal, wo ist der Aufzug? Den habe ich ja komplett übersehen. Vorne links in die zweite offene Tür. Erledigt im Gang vor euch. Versucht immer möglich. Ja. Geht danach in die mittlere Tür im Gang. Und da ist ein Aufzug mit der Kurbel in der Bibliothek. Ey, habe ich einfach komplett übersehen wahrscheinlich. Das ist das Problem. Na gut. Habe ich ja gesagt, dass das bestimmt was Dummes war. Achso, ich sollte die Musik wieder ausmachen, ne? Das dagegen kenne ich schon eher. So, wir sind wieder im Game, Leute. Let's go. Die Bibliothek. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welches Zimmer das genau war, aber das finden wir gleich.
Dankeschön, Agro, für 20 wunderschöne Hundebits. Nee, das ist das Klo. Fast. Knapp daneben. Ich brauche den Raum, wo man sich die Lektüre fürs Klo holt erstmal, ne? Das war die falsche Reihenfolge. Nein, 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 Billy! Du schießt nicht! Billy, du schießt nicht mit deiner Schrotflinte auf Igel. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Die NPCs hier. Ja, danke. Der hätte echt gerade die Schrotflinte gezückt. Mein Gott, das war knapp. Puh, okay. Also, das ist das Klo. Okay, die Bibliothek könnte noch oben. Ah, guck mal, ich sehe es schon, glaube ich. Alles klar. Ich sehe es auf der Karte. Ich habe gestern Abend das D-Make getestet, was du gespielt hast. Am Anfang kommt dir doch die Frage von Wesker wegen seiner Sonnenbrille. Wenn du die andere Antwort nimmst, bringt Wesker dich da um. Ach, wirklich? Nee, ich wollte seine Gefühle nicht verletzen. Ne, das im Original. Danke, Just Smithy. Das im Original, sein Herz schon von Chris gebrochen wird, weil der seine tolle neue Biowaffe so scheiße findet, das ist schon schlimm genug. Ich muss nicht auch noch wegen seiner Sonnenbrille sein kleines Herzchen brechen. Danke, Kalli, für die 1,50 und danke, Just Smithy, für die 10 Bits. Das Wort heißt Nukular. Genau. Okay. Ah, man kann hier vorbeigehen. Ja, okay. Das war einfach nur dumm. Das war einfach nur dumm. Ich hätte gedacht, dieser Stuhl hier ist quasi die Levelgrenze, ne? Ah. Na gut, Rebecca. Dann, jetzt passt mal auf. Dann kriegt jetzt Billy die Kurbel, schätze ich mal. Ich mache übrigens gerade ein Faktenvideo zu Rebecca. Und wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Rebecca ist, wenn man die offiziellen Zahlen nimmt, ernsthaft und zwar wirklich in lebensbedrohlichem Maße unterernährt. Die müsste dringend 10 Kilo zunehmen. Das ist nicht mehr lustig. Das ist wirklich krass, wie leicht die gemacht haben. Danke, Just Smithy. Ist dir der Dämonenkern ein Begriff? Nee, sagt mir gerade nichts. Billy ist nämlich zu fett für den Aufzug. Ja, eben, glaube ich auch. Ah, Riesenkäfer. Die sind ein schönes Beispiel davon, dass ich leider das Gegnerdesign in Resident Evil Zero langweilig finde. Weil das sind halt wirklich einfach nur große Käfer, ne? Wir haben hier keine Hybriden, keine Monster, nichts irgendwie Interessantes, sage ich jetzt mal. Sondern einfach nur große Käfer. Und das finde ich ein bisschen lahm, ehrlich gesagt, leider. Ich meine, das macht lore-technisch schon ein bisschen Sinn, weil hier teilweise so die ganz frühen T-Virus-Experimente unterwegs sind und so, ne? Das ist schön und gut, aber trotzdem sind halt langweilige Gegner, langweiliges Gegnerdesign. Nein! Muss ich bestimmt nochmal raus. Ein eigenes Video über den C-Virus. Ich habe mal auf jeden Fall ein Video über alle möglichen Erreger gemacht. Alle möglichen Viren aus dem Resident Evil Universum und Parasiten und so weiter. Da kann ich mich definitiv erinnern, aber ich glaube nicht explizit über den C-Virus. Nee, das nicht. Okay, hier ist die Rittersporttür.
ein Gerät zum Aufwirkeln der Kette. Aufwirkeln. Dann wirkeln wir mal die Kette. Ah, Rebecca kann die Kette leider nicht bewegen. Sie kann sie nicht aufwirkeln. Okay, da müssen wir jetzt im Grunde einen Weg finden, wie wir Billy hier hochkriegen. Gucken wir doch mal. Gehen wir mal mit Rebecca auf Expedition. Lame. Nein! Ekliges Rieseninsekt. Warum werden so T-Virus-Monster eigentlich immer so aggressiv? Warum können die nicht einfach mal chillig werden? Ich finde Lurker sind ehrlich gesagt ziemlich chillig, aber die wollen einen halt auch fressen, ne? Ansonsten wirken die eigentlich ganz gemütlich. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist hier viel Loot. Und wir haben so kein Inventar frei. Wir haben einen Granatenwerfer, wir haben Feuergranaten, wir haben die Engelsstatue. Nichts davon können wir einpacken. Vor allem den Granatenwerfer, ne? Hm. Müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie Platz schaffen. Ich muss mal, ich glaube, wenn ich wieder mit Billy vereint bin, werde ich mal in die Haupthalle gehen. Und dann werden in der Haupthalle mal, wird mal ordentlich alles abgelegt. Ich glaube, ich gehe dann auch mal zur Zugabsturzstelle. Müssen wir mal ein bisschen Inventarmanagement machen. Ist halt in dem Spiel leider ein bisschen nervig. Und dann müssen wir mal alles von der Zugabsturzstelle, ja, das war ein fliegender Zug, das wissen die wenigsten, müssen wir mal das ganze wichtige Zeug in die Haupthalle holen, ne? Weil sonst laufen wir da immer hin und her und suchen immer. Das ist nervig. Inventarmanagement. So. Dann lege ich nämlich hier schon mal ein bisschen Zeugs ab, solange mir das Spiel gestattet, hier Sachen abzulegen. Und dann hole ich gleich noch den Granatenwerfer und so. Rebecca braucht eine Diät aus Chips, Schokolade und Cola. Mindestens. Mindestens. Ich könnte ihr easy 10 Kilo abgeben. Ich könnte ihr easy 10 Kilo abgeben, dann wären wir beide nah an einem Idealgewicht. Dann wäre es okay. Machen wir es so, Rebecca. Gut, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Sehr schön. Ich habe mir heute so ein bisschen Tests zu Resident Evil Zero angeguckt und das Spiel wurde ja wirklich damals, als es rauskam, von der Presse sehr zerrissen. Also ich meine, mit sehr zerrissen meine ich, dass er teilweise wirklich so 60er-Wertungen bekommen. Also schon wirklich, wirklich schlecht bewertet. Und ich weiß nicht, ich bin auch nicht der größte Fan von Zero. Ich finde, das ist wahrscheinlich oder ziemlich sicher das schlechteste aller klassischen Resident Evil-Teile. Und gehört definitiv zu den schlechtesten Resident Evil-Teilen überhaupt. Aber ich finde, so alles in allem ist es eigentlich immer noch ein ganz gutes Survival-Horror-Spiel. Und ich finde, ganz so eine harte Wertung hat das Spiel nicht verdient, meiner Meinung nach. Aber vielleicht war damals das Wertungssystem einfach auch noch nicht ganz so kaputt wie heute. Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau beurteilen. Vielleicht, weil heute ist es ja so, dass quasi der echte Wertungsbereich findet zwischen 70% und 98% statt. Ne? In dem Bereich werden Spiele in Wirklichkeit bewertet. Alles drunter und drüber gibt es ja nicht. Also drüber ist auch nicht viel Raum. Aber alles drunter gibt es auch nicht wirklich. Solange ein Spiel irgendwie einigermaßen spielbar ist, kriegt das irgendwas mit 70. Insofern kann man das nicht mehr so gut vergleichen, finde ich. Und früher war es vielleicht zumindest noch nicht ganz so extrem. Aber das weiß ich nicht mehr. Ob das 2002 auch schon so war.
Weil heutzutage, ich bin wieder im alten Mann-Modus, weil heutzutage wäre ja eine 60er-Wertung, so 65% oder sowas, absolut vernichtend. Das wäre ja wirklich, im Endeffekt würde das heißen, ich habe das Spiel absolut verabscheut. Jede Sekunde davon, es ist kaputt und scheiße und ich hasse es und jeder sollte es hassen. Das ist ja 68. Und ja, genau. In einem funktionierenden Wertungssystem sollte eine 65 halt eigentlich eher so leicht überdurchschnittlich gut sein, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Eigentlich sollte halt 50 bedeuten, ja, kann man schon spielen, muss man aber nicht. Im Grunde das, was heute eine 75 ist, sollte eigentlich eine 50 sein. Aber weil halt immer wieder Publisher kommen und sagen, also dem Spiel könnte jetzt aber nicht so eine schlechte Wertung geben, können wir da nicht was machen, dass es ein bisschen besser wird. Und dann heißt es im Nachhinein dann plötzlich so, ja gut, aber jetzt haben wir dem Spiel so eine hohe Wertung gegeben, jetzt können wir dem anderen Spiel nicht eine schlechtere Wertung geben. Und so ist das halt alles, ne? Hat sich eine Spirale nach oben entwickelt. Okay. Soll ich jetzt wirklich... Ja, nee. Okay. Ich gehe... Ja, doch. Okay, machen wir. Es ist zwar jetzt gerade ein bisschen nervig, ich habe auch keinen Bock drauf. Aber ich lege jetzt hier mal schnell noch ganz viel Sachen ab. Und dann holen wir zumindest den Greifhaken und ein bisschen Heilung schnell von der Zugabsturzstelle. Komm mit, Rebecca. Wehe, du schießt einen Granatenwerfer auf irgendwelche Zombies oder so. Boah, nee, Resident Evil 6 fand ich dagegen wirklich richtig schlimm. Das ist ein Spiel, das hat wirklich eine 60er-Wertung verdient, meiner Meinung nach. Nee, ich finde halt wirklich, weil, wisst ihr, ich hab's ja schon 100-mal gesagt. Ich wiederhole mich, ich weiß schon. Aber mir geht's überhaupt nicht drum, dass das irgendwie so actionlastig war und dass das nicht mehr wirklich Resident Evil sei und so weiter und so fort. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich so eine Reihe weiterentwickelt und Neues versucht und so weiter und so fort. Ist für mich alles in Ordnung, aber es hat halt einfach keinen Spaß gemacht. Es hat mir halt einfach null Spaß gemacht und das war halt einfach das Problem. Die können eben machen, was die wollen, aber es sollte halt Spaß machen. Das hat es nicht. Ja, nö. So, kombinieren. Einen Platz hätten wir sogar noch. Könnte ich noch... Oder nehmen wir das Speicherband noch mit, oder? Dann liegen hier tatsächlich nur noch die Messer. Ich hätte gar nicht jetzt gedacht, dass wir so viel mitnehmen können. Ich dachte, wir müssten mehrmals gehen. Das wäre super. Okay, ah ja, ein Heilgrad liegt da noch und eine Mischung, die lassen wir liegen. Meint ihr, Billy kommt jemals irgendwann wieder vor? Wird wenigstens mal erwähnt in einem Dokument oder so als Easter Egg? Meint ihr, irgendjemand bei Capcom weiß noch, wer Billy ist? Meint ihr, wenn man so dem aktuellen Team... Wenn man denen so die Frage stellt, hey, mach dir mal wieder was mit Billy, dann sagen die, wer, was, mit wem? Barry, nee, Billy, hä? Was? Ich glaube, so wär's. So, ich speichere nochmal schnell. Warum nicht? Wir haben's ja. Wäre gut, wenn Billy Cohen wieder als Mitglied der BSAA auftauchen würde. Zum Beispiel. Könnte man machen. Hat nicht sogar Rebecca, da müsste ich jetzt aber selber nochmal überprüfen, ob das stimmt, aber hat die nicht sogar veranlasst, dass irgendwie die Daten, das Strafregister von ihm gelöscht wird oder sowas? Ich meine schon. Ich glaube zumindest, es gibt...
wartet mal, wie war das? Ich glaube, es gibt irgendwie in einer Version vom Original Resident Evil 1 dieses Bonusdokument, wo Rebecca irgendwie schreibt, hey, guck mal hier, die Akten von Billy, kann man die nicht irgendwie löschen oder sowas? Sowas gibt's, aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Okay, Billy, du brauchst jetzt mal besseres Equipment, würde ich sagen. Suchen wir nochmal schnell deine Schrotflinte. Billy wird in Rebeccas Report in RE2N64 Port erwähnt. Genau, im Nintendo 64 Port. Das war's. Dankeschön, der Franklin, für die 100 Bits. Genau. Und da finden wir aber auch ein Dokument von Rebecca, die quasi schreibt hier, Billy ist ein feiner Kerl. Basically. Okay. Los geht's. Oder Sherry. Mhm. Sherry hat ja zumindest in 6 nochmal einen Auftritt. Als Hauptfigur sogar, als eine der Hauptfiguren. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wenn sie in Resident Evil 6 remaken, wie sie das machen und... Ja, bin ich gespannt. Und ob wir so weit kommen. Es kann ja sein, dass irgendwann die Luft raus ist bei diesen Remakes, ne? Und irgendwann stimmen die Verkaufszahlen nicht mehr und dann wird Capcom auch keine weiteren mehr machen. Die Frage ist im Grunde nur, wie lange wird die Reihe gut genug laufen, dass Capcom Interesse hat, weiter neue Remakes zu machen. Und so lange werden die Remakes machen. Eldon Camilo ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, Eldon Camilo, für deinen Prime Sub. Freut mich riesig. Hallo, Velo. Ich glaube, die machen für Resident Evil 6 kein Remake. Wie gesagt, ne, wenn die komplett durch sind, wenn die alle Hauptteile geremaked haben und die sind immer noch ein großer Erfolg für Capcom, werden die auch den 6. remaken. Da traue ich mich wetten. Ich meine, die hätten dann theoretisch auch noch so Spin-Offs, ne, die die auch remaken könnten, aber der 6. steht bestimmt irgendwo auf deren für die Zukunft vielleicht mal Liste so. Glaube ich schon. Und ich muss halt echt sagen, die meisten Remakes, die wir jetzt bekommen haben, oder ich würde fast sagen alle, stammen ja eigentlich von sehr guten Spielen. Sehr gute Spiele, die zumindest großteils jetzt auch sehr gute Remakes bekommen haben. Aber das 6. hätte halt ein Remake insofern wirklich verdient oder notwendig, weil in dem 6. Teil steckt sehr viel Potenzial, das man sehr cool nutzen könnte, wenn man das ganze Konzept nochmal von Grund auf ein bisschen überarbeitet. Und aus Resident Evil 6 könnte ein ganz fantastisches Spiel werden, wenn man das ordentlich remaken würde. Das hat so viele Ansätze, ne? Da fehlt teilweise gar nicht viel. Was denn? Ach so, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wartet, das ist der richtige. Jetzt, ich hab's schon. Ach Gott. Und deswegen wäre ich voll dafür, dass man das remake. Gerade das. Alle anderen sind eh so gut. Alle anderen brauchen eh kein Remake. Ja, okay, Zero kann man schon auch verbessern ein bisschen. Finde ich auch. Nee, ich meine, ich nehme auch gerne mit Handkuss und Code Veronica Remake. So ist es ja nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, Rebecca, gleich kommt der erste Boss im Spiel. Spoiler-Alarm! Resident Evil Survivor ist Kanon, offiziell, ja. Das gehört nicht zu der Hauptreihe, aber das Spiel ist offiziell Teil des Capcom-Kanons. Capcom-Kanon. Billy! Billy Vanilli, let's go. Okay. Na, komm her. Ich
habe den Boss irgendwie nie so ganz verstanden. Irgendwie macht der gar nichts, oder? Hi, Rinza. Irgendwie krabbelt der halt einfach ein bisschen rum und dann stirbt er. Wahrscheinlich stirbt Rebecca, wenn man zu lange braucht oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und Rebecca ist voll gesund. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein. Wer weiß, was die Pläne von dem waren. Vielleicht ist das einfach nur so reflexhaft, packt er Sachen und trägt sie durch die Gegend. Vielleicht wollte er sie nur sortieren. Vielleicht ist er so ein Ordnungsfanatiker, ne, und will einfach Sachen dahin, wo sie hingehören. Und irgendwo ist das Menschenlager, wo die ganzen lebendigen Menschen sind, die da einsortiert wurden. Wir werden es nie erfahren. So, wir haben den Feuerschlüssel. Hurra! Sehr gut. Der Zombie-Apokalypsen-Postbote ist der Tausendfüßler, basically, genau. Billy hat keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es würde mir auch reichen, die eine Nacht Zombie-Apokalypse. Ich weiß auch nicht, ob ich dann noch unbedingt zur BSAA gehen müsste. Aber andererseits, vielleicht muss man irgendwie sein Trauma auf die Art und Weise dann verarbeiten, dass man sein Leben lang Biowaffen jagt. Ich weiß es nicht. Ich komme leider nicht auf den Namen von dem Teil von Resident Evil, wo man auf der PlayStation 2 spielt und das auch anscheinend auf einem Schiff ist. Ach so, du meinst hier, sag's mir. Auf der Spencer Range spielt man hier den MacGyvern. Wie heißt es denn? Es ist basically Gun Survivor 2, aber es heißt anders. Ah, jetzt muss ich kurz nachschauen, jetzt geht's mir auch nicht aus dem Kopf. Aber ich weiß, was du meinst. Dead Aim ist es, genau. Dead Aim. Dead Aim, das ist tatsächlich das nächste, das wir nach Zero hier durchspielen werden. Resident Evil Dead Aim, der Lightgun-Shooter. Ohne Lightgun spielen wir es natürlich, aber ja, genau. Genau, es ist quasi eigentlich Gun Survivor 3 mehr oder weniger, ne? Weil Gun Survivor 2 war ja Code Veronica. Ja, ja, crazy. Aber das meinst du wahrscheinlich auf dem Schiff. Weil es gibt, glaube ich, nur 3 Resident Evils auf dem Schiff. Dead Aim, Gaiden und natürlich Revelations 1. Ja gut, die Passage von 7 könnte man noch dazu zählen, oder? Aber ich glaube, das war's dann an Schiffen. Ich glaube, mehr Schiffe haben wir nicht. Okay. Dann machen wir mal weiter hier. Von Resident Evil Dead Aim habe ich noch nie gehört. Ich habe natürlich mich viel drüber informiert, aber ich habe selber noch nie gespielt. Ich freue mich schon sehr auf die Torpedo-Kits. Die gehören zu meinen Lieblings-Bio-Waffen, obwohl ich selber nie gespielt habe. Wahrscheinlich sind die ultra nervig, aber ich finde einfach den Namen so unglaublich lustig. Und dass das so kleine Kaulquappen mit Babyköpfen sind, die geschossen werden von ihrer Tentakelmutter, die Torpedo-Kits. Ich finde das so dämlich und lustig gleichzeitig. Großartig. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich hoffe, das Spiel wird nicht zu nervig. Ich hoffe, das wird nicht sehr nervig, aber dafür sehr lustig. Schauen wir mal. Bin gespannt drauf. Ja, ja, klar sind Resident Evil 7 und 8 Canon. Ist eh ganz klar. Das sind Hauptteile. Die sind mega Canon. Mehr kennen wird's nicht mehr. Das passiert im selben Universum. Ganz genau, ganz genau. Rebecca, wo schießt du hin? Okay, Billy, du bist dran. Komm, einen Schrotflintenschuss machen wir mal. Hauen wir mal raus für so einen Zombie. Warum denn nicht?
Sie haben den Feuerschlüssel verwendet. Endlich kommen wir weiter. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich finde das so. Ich finde das schon in real life, also privat, sehr frustrierend, wenn man irgendwo bei so einem Spiel hängen bleibt. Mag ich gar nicht. Aber im Stream ist es immer doppelt frustrierend. Hallo, Ulumumum. Was geht? Wo würdest du persönlich Zero einordnen vom Ranking her? Nicht sehr hoch. Ich werde, wenn ich wirklich alle Resident Evil Spiele jetzt gespielt habe, das kann noch lange dauern. Aber wenn wir hier mit dieser Reihe schön langsam gegen Ende kommen oder zumindest in Richtung der neueren Spiele und ich sagen kann, ich habe jetzt wirklich relativ aktuell alle Resident Evil Spiele mal wieder gespielt, ne? Dann werde ich da wirklich mal ein richtiges Ranking machen. Aber ich würde sagen, von den Hauptteilen landet Zero vermutlich auf den vorletzten Platz oder zumindest relativ weit unten. Aber wenn man die ganzen Spin-offs und so mitzählt, dann ist es wahrscheinlich eher noch irgendwo so im Mittelfeld, denke ich jetzt mal spontan. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. So, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, du legst mal kurz das Heilspray ab. Was für ein Virus ist das bei Resident Evil 7? Das ist ein Pilz. In Resident Evil 8 wird erklärt, wo der herkommt. Das ist eigentlich ganz spannend, finde ich. Weil im Endeffekt wird ja schon in Resident Evil 5 die Ursprungsgeschichte des Progenitor-Virus erzählt, der quasi der Vorgänger vom T-Virus und so gut wie allen oder wirklich allen anderen Viren im Resident Evil-Universum ist. Und da erfährt man ja quasi, dass in Afrika vor vielen, vielen tausend Jahren, lange vor den Pyramiden in Ägypten, eine Hochkultur geherrscht hat. Unglaublich fortschrittliche Zivilisation, wie man es der Zeit überhaupt nicht zugetraut hätte in der Menschheitsgeschichte, die unterirdisch gelebt haben und die wahrscheinlich, so das deuten zumindest Höhlenmalereien und sowas an, zumindest einen, wenn nicht mehrere, durch den Progenitor-Virus mutierte Super mutanten Götter an ihrer Spitze hatten. Und dadurch waren die so super, super krass. Weil die eben vielleicht alle, vielleicht teilweise zumindest einfach so super mutierte Supermutanten waren. Die waren basically die Supermutanten des Resident Evil-Universums. Und dann kommt eben Resident Evil 8 und erzählt uns nochmal eine ganz andere Geschichte. Nämlich, dass unter einem kleinen Dorf ein uraltes Pilzgeflecht wächst, das da irgendwie schon immer war oder zumindest schon sehr lange Zeit war, kann man schwer verorten. Und das irgendwie die Körper der verstorbenen Menschen aufnimmt und die Erinnerungen und Persönlichkeiten in sich speichert. Und keiner weiß, wie lange das schon vor sich geht. Vielleicht auch so tausende von Jahren schon, ne? Und da entsteht irgendwie so ein bisschen das Bild, dass es im Resident Evil-Universum fast so was wie so Cthulhu-artige alte Götter gibt. Irgendwie so uralte Wesen, die irgendwie schon ewig lang neben der Menschheit koexistieren und wo irgendwie keiner so recht weiß, wo die eigentlich herkommen und was die machen. Und die werden im Grunde jetzt von den Menschen missbraucht, um irgendwelche Biowaffen und bizarre Experimente zu machen. Aber weder der Progenitor-Virus noch der Megamyzet waren ursprünglich irgendwie was Böses oder sowas. Das waren einfach nur eine Blume mit einem Virus drin, der einem entweder umbringt oder Superkräfte gibt. Und ein Pilz, der halt so die Erinnerungen der Verstorbenen speichert. Also eigentlich eher so total crazy, aber so für sich selbst genommen eigentlich recht harmlose Wesen, die halt dann durch den Menschen und durch das nach Macht streben der Menschen so missbraucht wurden und korruptiert wurden. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und ich frage mich, ob das Resident Evil-Universum da noch weiter in die Richtung geht, dass irgendwie neue so uralte Existenzen irgendwie aufgebaut werden, ne? Ich glaube, ich gehe schon wieder aufs Klo, dabei will ich in die Bibliothek.
Genau, gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Im Kampf stirbt Rebecca nach 3 Minuten durch den Tausendfüßler. Aha, interessant. 3 Minuten ist aber lange. Aber gut. Wegen dir habe ich wieder angefangen, Resident Evil Zero und 1 Remake zu spielen. Ja, es ist schon immer wieder cool, ne? Ich spiele die auch immer wieder mal gerne. Für mich, also ich bin tatsächlich halt ein riesen Resident Evil 4 Fan. Das Original Resident Evil 4, das packe ich regelmäßig mal wieder aus und spiel's durch. Aber auch die klassischen Resident Evils hole ich immer wieder mal gern raus. Alle paar Jahre. Ich finde diese Vorgeschichte mega interessant. Ja, ja, ich auch. Ich hätte es eben so schön gefunden, wenn ich mich nicht darum verlaufen würde. Ich hätte es so schön gefunden, wenn Resident Evil 8, also Village, die Vorgeschichte des Dorfs und die Vorgeschichte des Megamyceten ein bisschen mehr erkundet. Und so frühe Artworks lassen ja zumindest drauf schließen, dass das tatsächlich mal wenigstens angedacht war, ne? Dass man so ins Mittelalter reist und da so ein bisschen eben die Geschichte des Dorfes und der 4 Gründungsmitglieder und so weiter mitkriegt. Aber naja. Naja, das erinnert mich immer so ein bisschen an diesen ganzen... Ich bin schon wieder komplett falsch hier. Ich finde die Bücherei nicht mehr. Ich muss auf die Karte gucken, das ist das Geheimnis. Das erinnert mich so stark an Fallout, an diesen ganzen Dunwich-Horror-Dingens. Story-Strang. Ist Umbrella jetzt eigentlich nach aktuellem Stand vernichtet bzw. zerschlagen? Ja. Wenn, so wie ich mich erinnere, taucht Chris ja im 6., 7. Teil auf und gehört irgendwie zu einer Umbrella-Organisation. Aber auch wieder nicht. Ja, das ist irgendwie ein bisschen weird. Wisst ihr, ich mag die Resident Evil-Hintergrund-Lore und die Monster und so weiter. Aber was halt wirklich schon lange eigentlich bei Resident Evil wirklich ein Problem ist, ist, dass es keine durchgängige Story mehr gibt. Es wird irgendwie so ein bisschen so Easter Egg-mäßig irgendwas aufgegriffen, was früher mal war, aber es gibt keinen klaren Handlungsstrang mehr. Es werden ja spätestens seit dem 4. Teil immer und immer und immer wieder neue Storystränge aufgemacht und offene Enden und Cliffhanger, die nie wieder aufgegriffen werden. Ne? Das hat alles kein Hand und Fuß mehr. Aber es ist so erklärt, dass Blue Umbrella quasi ein Zusammenschluss von ehemaligen Umbrella-Mitgliedern ist, die quasi so ein bisschen Wiedergutmachung leisten wollen für die Verbrechen, die Umbrella verursacht hat. Das ist alles ein bisschen weird, weil Umbrella hat Biowaffen hergestellt und die alle bei Umbrella wussten das und somit wussten alle, dass sie gegen die Genfer Konvention verstoßen und so weiter. Aber gut, die wollen halt Wiedergutmachung leisten, ist okay. Und irgendwie arbeitet Blue Umbrella als so eine Partnerschaft mit der BSAA zusammen und deswegen ist Chris da quasi so als Austausch Mitglied während Resident Evil 7 bei Blue Umbrella. Es ist halt alles irgendwie so ein bisschen, ne, an den Haaren herbeigezogen, keine Ahnung. Ja, in 8 spielen die dann schon wieder keine Rolle mehr, genau. Das ist halt alles irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Wenn die wenigstens was damit machen würden, ne? Als ob wir jemals wieder irgendwas vom Blue Umbrella hören würden. Das ist ja gerade das Traurige. Es ist ja schön und gut, die dürfen das ja alles machen. Die können ja so viele neue Ideen irgendwie sich ausdenken, wie die wollen, aber die sollen halt mal irgendwas damit machen. Und nicht einfach sagen so, ach ja, nee, wisst ihr was, keine Ahnung, Blue Umbrella gibt's irgendwie nicht mehr. Whatever. Das Problem haben viele Franchise. Ja, ja, klar. Das ist vor allem halt eben, wenn so Franchise nicht in der Hand von einem Team sind oder einer Person sind. Wenn das so, weißt du, die Resident Evil Franchise gehört halt eben Capcom, ein großes Unternehmen mit sehr vielen kleinen Substudios, die da alle unter einem Dach vereint sind. Da wird die Lizenz natürlich rumgereicht und dann hat die Person eine ganz andere Vision für das Spiel wie die andere Person und so weiter und so fort. Ne? Ist ja eh ganz klar. Da, ja. Kann ich? Nee, schade. Das wäre cool. Naja, egal. Aber ich kann hier nicht mal was ablegen. Kann ich da unten was ablegen?
Ja, gut. Genau. Ursprünglich hatte halt Resident Evil in den ersten paar Teilen tatsächlich einen Autoren, der versucht hat, die Teile so ineinander zu schreiben, damit alles so ein bisschen passt. Und das merkt man auch. Nachdem das Team quasi mit Resident Evil 1.5, dem ursprünglichen Prototypen von Resident Evil 2, nicht glücklich war, wollten die, dass irgendwie das mehr Bezug auf Resident Evil 1 nimmt. Und dann haben die sich eben den Autoren ins Boot geholt, mit der Aufgabe, eine Story für Resident Evil 2 zu schreiben, die was ganz Neues ist, aber die sich trotzdem schön in Resident Evil 1 so, ne, einfügt. Und dadurch haben wir dann das bekommen, was wir bekommen haben. Eben den Ausbruch in Raccoon City, nahegelegene Stadt, in der Nähe der Arklay Mountains, wo es den ursprünglichen Ausbruch gab. Zweites geheimes Labor, ganz viele Connections, ne? Schön, schön ausgebaut. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange der Autor involviert war in das ganze Projekt, aber ich glaube auf jeden Fall die Originaltrilogie und vielleicht auch noch beim Remake. Und da merkt man halt noch, dass versucht wurde, wie alles schön ineinander greift, wie offene Enden, offene Fäden aufgegriffen werden, Bezüge hergestellt werden zwischen den Teilen. Und das hat das letzte Mal, würde ich sagen, Resident Evil 5 versucht, dass die dann nochmal alles so ein bisschen vereinen, ne, mit ihrer neuen bösen Firma, die quasi Umbrellas alte Forschungsergebnisse nutzt und den Plugger so ein bisschen mitnutzt und alles so ein bisschen verbindet. Und dann lernt man über die Ursprünge des Progenitor-Virus, bliblablub. Aber, oh, wow, Mr. Nonconform, vielen, vielen Dank für die super großzügige Spende. Das ist ja mega nett von dir. Dankeschön. Danke für deine tollen Videos und Streams. Die sind immer ein entspannender Anker für stressige Zeiten und tolle Unterhaltung. Dankeschön. Ey, das ist ja wirklich mega großzügig. Sehr nett von dir. Wo war ich stehen geblieben? Genau, und diese Verbindungen, diese Connections, die gibt's halt spätestens dann seit dem sechsten Teil nicht mehr. Und dazu gehören auch alle Spin-offs wie die Revelations-Teile, die keinen Bezug mehr zu irgendwas nehmen, außer dass sie Figuren und Begriffe nutzen und die beiden Teile nicht mal miteinander wirklich in Verbindung stehen, ne? Und dann hat jeder Revelations-Teil ein eigenes offenes Ende und einen eigenen Cliffhanger und keiner geht auf irgendwas ein. Und sollte jemals in Revelations 3 kommen, wird das ziemlich sicher wieder so eine eigene Episode, so eine eigene Geschichte, die wieder nichts mit irgendwas zu tun hat. Und das ist alles für sich genommen, sind das total schöne kleine Spiele. Ich mag die alle gerne, aber es wäre schon schön, wenn mal wieder so ein bisschen aufgeräumt werden würde in dieser ganzen Resident Evil Story und Lore und alles mal wieder so einen roten Faden hätte und Bezüge zueinander hätte. Naja, wird wohl nie passieren, aber wer weiß. Ja genau, Neo Umbrella gibt's ja auch noch, ne? Umbrella gibt's zwar nicht mehr, die sind zerschlagen worden, aber neben Blue Umbrella, was die Guten irgendwie sind vielleicht wahrscheinlich, gibt's dann auch Neo Umbrella, die sind eher nicht so die Guten. Und warum sollte sich ein Unternehmen nochmal den Namen aussuchen? Der ist wirklich verbrannte Erde im Resident Evil-Universum. Aber okay. Da ist was drin. Engelsflügel. Habe ich die Statue im Hauptsaal abgelegt? Ich glaube schon, oder? Leute, ich muss schon wieder nochmal eine kurze Pinkelpause machen. Keine Ahnung. Ich habe zu viel Holy getrunken. Aber kann man wirklich zu viel Holy trinken? Ich glaube, wahrscheinlich schon. Aber gut, ich bin sofort wieder da. Sodala. Ja, Resident Evil 7 und 8 haben ja dann so ein bisschen versucht, zumindest einen eigenen Strang wieder zu machen, ne? Und sich aufeinander zu beziehen. Das hätte ja wohl mal eine Trilogie werden sollen. Aber daran wird ja wohl auch nichts. Ich trinke jetzt ein Bier. Ich bin jetzt in Bierlaune. Heute ist ein Biertag. Ich habe normalerweise so gut wie nie Bier zu Hause. Ich trinke auch nicht oft Bier, obwohl ich Bier schon mag. Aber letzte Woche war jetzt der Schwiegervater hier und hat mir bei was geholfen, renovierungstechnisch. Und da habe ich natürlich einen Kasten Bier gekauft. Jetzt haben wir noch die Reste. Wird ja schlecht alles sonst. Prost. Genau. Wenn Frankie Tanky schreibt, trinken nicht vergessen, meint er wahrscheinlich nicht das. Aber ein guter Hinweis. Immer wieder.
Viel zu alt für Prost. Puh. Ich liebe deine Resident Evil Videos und Fakteninfos zu allen Teilen. Hör ich immer gern zum Einschlafen. Spannend und interessant. Danke dafür. Hey, vielen, vielen Dank, Black Diablo. Freut mich sehr, dass sie dir gefallen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben alle Teile für die Engels-Dingens. Billy? Let's go. Gehen wir zurück in die Haupthalle und bauen den Engel zusammen und stellen ihn auf die Waage. Oder brauche ich noch einen zweiten Flügel für die Teufelsstatue? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Dann nicht. Ein Bier für die Tragekapazität, genau. Genau. Das ist richtig. Okay. Habe ich schon gespeichert, seit wir den Tausendfüßler getötet haben? Ich glaube, wir haben seitdem nicht sehr viel gemacht, oder? Aber trotzdem, keine Ahnung. Okay, Rebecca, du nimmst jetzt wieder die Engelsstatue, bitte. Die aktuell einfach nur eine Frauenstatue ist. Die rechte. Genau, danke schön. Intelligenz auf minus 1, aber plus 2 auf Charisma. Boah, ey, früher in meiner Jugend, ne? Aber das kennen wahrscheinlich viele. Das kennen wahrscheinlich viele, da bin ich nicht alleine. Aber ich dachte so lange, dass ich durch Alkohol charismatischer und sympathischer werde. Und ich würde sagen, das stimmt wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt, ne? Weil es ist halt einfach ein bisschen enthemmt und so weiter, ist ja alles schön und gut. Aber dann geht's sehr schnell, glaube ich, ins Negative. Das habe ich aber in meiner Jugend überhaupt nicht realisiert, weil ich dann immer schon zu betrunken war. Und mittlerweile, wenn ich so zurückdenke an meine wilde Jugend, ist mir vieles so peinlich, was ich in Bezug mit oder unter Alkoholeinfluss gemacht oder gesagt habe. Oder wenn ich mich da so an Handlungen oder Dialoge erinnere, ah, die halten mich manchmal nachts wach, ne? Aber mein Gott, es ist vorbei. Und wir lernen alle dazu und entwickeln uns weiter. Kein Grund, sich für die Vergangenheit zu schämen, solange man daraus lernt. Oh, brauchen wir tatsächlich noch was für die Teufelsstatue? Damn, ich dachte, wir hätten das jetzt schon. Okay, alles klar. Na gut. Fehlt doch noch ein Flügel. Dankeschön, der Franklin, genau. Danke für die 50 Bits. Ich glaube, das geht den meisten so. Ja, ich denke auch. Aber ist man nicht dafür jugendlich, dass man Vollidiot ist, oder? Ich finde schon. So. Nein, nicht durch die Tür gehen, die Pistole aufheben. Ah. Darum trinke ich nicht und weil ich den Geschmack von Alkohol nicht mag. Ja, nee, dann lass es auch. Ist ja Quatsch. Umso besser. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich muss euch was erzählen, ey. Ohne Scheiß. Ich habe am Samstag das erste Mal seit 15 Jahren oder sowas gekifft. Ich habe das erste Mal wieder Marihuana konsumiert. Und das war, oh mein Gott, das war ein wilder Ritt. Holy shit, ey. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ne, es ist sehr lange her. Ich konnte überhaupt nicht mehr einschätzen, wie viel man da so raucht und was so normal ist und was man so braucht. Und hab halt in guter alter Manier von damals, wie ich mich erinnern konnte, so ein Dreiblatt gebaut und hab da so ein bisschen Tabak reingemacht. Und dann habe ich halt so Gras reingebröselt, ne? Und ich konnte halt nicht mehr wirklich einschätzen, wie viel da reingehört. Ich habe mir gedacht, ich mache den mal schön grün so, ne? Keine Ahnung. Wird schon passen. Ist eh nicht so potentes Zeug und wird schon gehen. Und dann habe ich den
mit Merlin gemeinsam am Samstagnachmittag haben wir den dann draußen auf der Terrasse geraucht so. Und ich ziehe irgendwie zweimal dran und denke mir schon nach dem zweiten Zug so, holy shit, ey. Holy shit, das ballert gerade ganz schön rein, meine Güte, ey. Und ich wusste aber nicht mehr, ist das normal? Muss das so? Oder ist das doch ein bisschen viel gewesen? Ne? Ich konnte es wirklich nicht mehr einschätzen, ohne Scheiß. Und nach dem halben Dübel habe ich dann so gesagt, hey, mir reicht's, ohne Scheiß, ich kann nicht mehr. Und sie hat dann gesagt, ja, ohne Scheiß, mir auch. Und dann haben wir den halt wieder ausgemacht und zur Seite gelegt und sind reingegangen. Und dann ging es mir erstmal richtig, richtig scheiße. Ohne Scheiß, wir haben uns da eine ordentliche Überdosis reingeraucht in kürzester Zeit. Ich habe viel zu viel reingepackt. Wir haben viel zu krass angefangen. Wirklich unangenehm. Das war nicht mehr lustig. So die ersten 20 Minuten waren wirklich schlimm. Wisst ihr, und da kommt mir zugute, dass ich irgendwie 20 Jahre meines Lebens mit Depression zu kämpfen hatte, weil dadurch kann ich mit Panikattacken und Angstzuständen sehr gut umgehen. Die können mir gar nichts mehr. Da bin ich ziemlich bulletproof. Und ich habe in mir dauernd gemerkt, wie wirklich so eine Panik auftaucht. Ne? Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, du hast nur ein bisschen zu viel gekifft. Jetzt komm mal runter, natürlich kannst du atmen. Atme durch den Mund ein, durch die Nase aus, alles ist gut. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich kann nicht mehr schlucken. Alter, du hast nur ein bisschen gekifft, jetzt beruhig dich mal. Ne? So ging es wirklich 20 Minuten dahin. Und ich wusste genau, Merlin geht's auch nicht gut, aber ich wollte nicht sagen, dass es mir nicht gut geht, weil ich nicht irgendwie so einen negativen Vibe reinbringen wollte. Und ihr ging's witzigerweise, haben wir danach drüber geredet, genauso. Uns ging's beiden echt schlecht. Wir waren beiden kurz vor so Panikattacken und wollten beide einfach nur, dass es aufhört, so ungefähr, ne? Aber wussten beide, okay, wenn wir jetzt anfangen damit, dann schaukeln wir das nur hoch, also bleiben wir ganz cool. Und dann war das zum Glück nach 20 Minuten sowas vorbei. Dann habe ich das Merlin erzählt, wie es mir ging. Sie hat mir erzählt, wie es ihr ging. Und dann haben wir angefangen, drüber zu lachen, wie es uns gerade ging. Und dann haben wir halt einfach 2 Stunden lang durchgelacht, so ungefähr. Ne? Und dann wurde es richtig lustig und angenehm. Aber verdammt nochmal, war das eine Überdosis. Meine Güte. Puh, naja. Jetzt habe ich es wieder gelernt. Falls wir sowas nochmal machen, fangen wir mit sehr kleinen Dosen an und dann arbeiten wir uns langsam nach oben, was ich sehr empfehlen kann. Und nicht irgendwie meinen, nur wird schon passen und einfach mal nach 15 Jahren nichts mehr rauchen, eine heftige Überdosis reinballern. Ist keine geile Idee, kann ich euch sagen. Naja, aber dann war es doch noch ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt auf YouTube so ein österreichisches Geister-Investigationsteam. Irgendwie PSI heißen die, glaube ich. Paranormal Sites Investigation oder so. Ich weiß es nicht. Und die finden wir schon normal echt lustig einfach. Die sind sehr amüsant. Die sind so ein bisschen unfreiwillig komisch. Ne? Ich finde die sehr sympathisch, aber auch wirklich sehr lustig. Ich meine, es ist halt deren Hobby, dass die nach Geister suchen. Weder ich noch Merlin glauben daran, auch nur ansatzweise. Aber es ist lustig, denen zuzuschauen, wie sie dann mit ihren komischen Geräten reden. Und das war Heiso richtig lustig, ey. Der konnte keinen Satz sagen, ohne dass wir in schallendes Gelächter ausgebrochen sind. Das war dann, zum Glück haben wir die Kurve nochmal gekriegt und dann war es echt schön. Aber verdammt nochmal, puh, kann ich dazu nur sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, cool. Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können, um Platz zu sparen. Sehr schön. Danach erstmal den Kühlschrank ausgeräumt. Ja, tatsächlich. Haben wir wirklich. Wir haben so viel gegessen. Wir haben ja, wir waren nicht sehr gut vorbereitet, muss ich leider sagen. Aber wir haben zumindest mit unserem neuen KitchenAid noch einen halben Liter Schokoeis gemacht. Extra dafür. Und das haben wir auch in 0,0 weggelöffelt. Oh Gott, oh Gott. Ich habe noch nie überhaupt irgendwas geraucht und habe auch nicht vor, das zu ändern. Ich kann auch so lange durchlachen. Das ist gut. Dann lass es auch. Ich rauche gern manchmal und spiele da VR-Spiele. Oh Gott, da hätte ich Angst, dass mir schlecht wird. Kann mir vorstellen, dass vielen da übel. Ja, genau.
Aber ich finde das immer super witzig, ist dann komplett Realitätsflucht. Aber naja, kann ich mir vorstellen, ne? Wenn man dann so Hyperfokus da drauf ist und wirklich voll versinkt drin, wie das halt so ist auf Gras manchmal. Wenn man dann so voll in der Virtual Reality versinkt, kann ich mir vorstellen, dass das cool ist. Aber ich hätte so Angst, dass mir einfach nur super schlecht wird. Deswegen wäre das, glaube ich, nichts für mich. Aber ja, war mal wieder interessant, ne? Wie gesagt, habe ich lange nicht mehr gemacht und habe auch nicht vor, das jetzt wieder regelmäßig zu machen. Aber war schon... Alles in allem war es dann eigentlich ganz lustig. Auch wenn die ersten 20 Minuten echt scheiße waren. Aber ich bin auch selber schuld. Meine Mom, eine alte 68er und sowas, meine Mom hat noch, als ich den gebaut habe, weil da waren wir zufällig bei ihr, hat noch gesagt, hey, das ist viel zu viel, was du da reinmachst. Und ich dachte mir so, ach was, das passt schon. So, jetzt bin ich aber sehr verwirrt und weiß nicht mehr, wo wir hin müssen. Ich brauche noch die böse Engelsstatue. Wir haben noch den Feuerschlüssel, alles klar. Das heißt, wir haben noch nicht alle Feuertüren geöffnet. Dann gehe ich jetzt einfach mal alles nochmal ab und wir suchen nochmal nach der verschlossenen Feuertür. Gucken wir mal. Hyperfokus habe ich auch so, da brauche ich kein Gras. Ja, ich auch, aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Bei mir auf jeden Fall. Erzähl mal im Gegensatz zu damals, wie findest du das Spiel jetzt? Also ich muss sagen, damals, ne, als es neu rauskam, fand ich Resident Evil Zero eigentlich sogar ganz gut. Ich mochte das wirklich gerne und habe auch gar nicht mitbekommen, dass das irgendwie so mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde. Ich fand das einfach gut. Ich fand das Remake vom ersten schon besser, aber das hatte ich auch sehr gerne. Und jetzt, wo ich es so jetzt nochmal spiele, finde ich es ein bisschen nervig, ne, dieses Kisten, oh, dieses Kistenorganisationssystem, das tut halt schon weh. Das hätte es halt nicht gebraucht. Dass es keine Kisten mehr gibt, das ist halt wirklich eine unglaublich dumme Entscheidung gewesen und das macht das Spiel für mich ziemlich kaputt und dann kommt halt eben noch die Kritikpunkte, die ich schon immer hatte, wie schlechtes Gegnerdesign oder langweiliges Gegnerdesign zumindest und so weiter. Ja. Aber meine Güte, es gibt ehrlich gesagt Schlimmeres. Ich habe schon schlimmere Resident Evil-Spiele gespielt, seit wir die Reihe hier machen. Keine Hauptteile, aber ja. Hä? Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich falsch abgebogen oder was ist los? Genau, und den Zug mochte ich eigentlich... Ja, ich bin wirklich falsch gegangen. Den Zug mochte ich, wie gesagt, schon immer echt gerne. Ich finde, das ist ein cooler Abschnitt. Der macht mir Spaß, der ist stylisch. Aber ab hier hat es für mich schon immer ein bisschen abgebaut. Aber ehrlich gesagt, so von ganz früher kann ich mich an den Mittelteil gar nicht mehr so gut erinnern. Aus dem Song von Helge Schneider, Marihuana ist nicht gut... Macht ja auch die Füße kaputt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber ja. Okay. This way. Okay. Nee. Wie bei allen Drogen, egal ob Alkohol, Marihuana oder Schlimmeres, muss man sich da einfach selber einschätzen und nicht so dumm sein wie ich, sondern ein bisschen besser vorbereiten und ein bisschen besser aufpassen, gerade wenn es lange her ist. Und, ja, man sollte auf keinen Fall meinen, dass man irgendwie was verpasst oder das mal machen sollte oder sich irgendwie Druck machen lassen. Ne? Wenn man das nicht braucht, umso besser. Ich will das weder dämonisieren noch irgendwie glorifizieren. Es gibt viele Menschen, die können sehr gut mit Selbstmedikation quasi umgehen mit solchen Substanzen. Und dann ist das, finde ich, auch vollkommen okay und andersrum. Ach, jetzt ist Billy zu weit weg. Jetzt kann ich es ihm nicht geben. Ach, Billy. Kannst du nicht über den Tisch springen, Billy? Ich drücke einfach mal den Schalter. Umlegen. Psch. Nur ein toter Schalter ist ein guter Schalter. Ich
spüre den Alkohol schon ein bisschen. Tagebuch des Vizeleisters, 2. September. Wie üblich, völlig unfähige Auszubildende. Wo findet die Zentrale bloß diese Idioten? Allerdings sind diesmal zwei Gute dabei. Ich kann also nicht klagen. William und Albert. Aus denen könnte was werden. 25. September. Will, der Denker. Al, der Praktiker. Ich finde das geil, dass die Albert da als Al bezeichnen. Ich werde den ab jetzt auch immer Al nennen. Will und Al. Völlige Gegensätze. Und jeder versucht zu beweisen, dass er besser ist als der andere. Beide scheinen rücksichtslos und grausam zu sein. 7. Oktober. Heute ruft mich unerwartet der Leiter an. Er will, dass ich die Rivalität zwischen den beiden fördere. Seit dem Bau dieser Ausbildungsstätten hatte Leiter Markus bislang nur Interesse an seiner Forschung. Aber was soll's? Befehl ist Befehl. Ich werde für böses Blut zwischen den beiden sorgen. Der Vizeleiter. Das ist schon so ein Schlawiner. Rebecca. Seriously? Im Ernst? So. Manche schmeißen sich Ritalin rein, um mit ihrem ADHS. Ja, aber weißt du, wenn das funktioniert, ist das doch super. Ist doch großartig. Ist doch super. Aber eben, wenn man das auf andere Weise selber medikamentieren kann oder so, finde ich das auch nicht schlimm. Ich finde das in Ordnung. Was auch immer hilft. Solange man verantwortungsvoll damit umgeht und weiß, was man tut, finde ich das gut. Ich bin auch niemand, der sagt, hey, nur verschriebene Drogen sind gute Drogen, so ungefähr. You're almost weißt du, was ich meine? A Jill Sandwich. Oder wie es Kummer in seinem Song so schön sagt, so ein bisschen ironisch, solange die Dealer weiße Kittel tragen, geht's uns allen sehr gut, so ungefähr. Es war wahrscheinlich nicht Wort für Wort, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Ihr versteht das schon, okay. Ich habe einen Uhrzeiger, eine Eisennadel aufgehoben. Wo kommt der jetzt hin? Ist der Beistelltisch aus Blei? Ich glaube, ich habe das Gefühl, der ist sehr schwer anscheinend. Ich habe auch das Gefühl. Es ist nicht gerade so dieses kleine IKEA-Tischchen. Auf jeden Fall. Wer hat die Elektrik in dem Gebäude gemacht? Die Beleuchtung ist ja eine Katastrophe. Umbrella. Und ich glaube, das erklärt alle Fragen, was irgendwie Sicherheit oder Technik oder irgendwas dergleichen angeht. Die Menge macht das Gift. Ja. War da nicht vorhin eine Uhr, eine Tür mit einer Uhr? Ja, genau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Zeiger jetzt zu der Tür bringen muss oder wie oder was. Aber da schauen wir mal. Wenn ich oder wie oder was sage, muss ich immer an sinnlos im Weltall denken. Kennt ihr das noch? Das waren noch so ein bisschen die früheren Zeiten von YouTube. Das war Star Trek Next Generation. Halt neu synchronisiert. Ich glaube, das haben die gleichen Leute gemacht, die auch wie heißt sie jetzt? Diese Herr-der-Ringe-Synchro gemacht haben. Und Captain Picard. Das ist von Geordi. Oder wie oder was ist von Geordi? Genau. Naja, muss man gesehen haben. Die Tür ist verschlossen, aber es ist nirgends ein Schlüsselloch zu sehen. Oben ist ein Bild einer Uhr eingraviert. Ah, genau, okay. Aber das können wir hier nicht verwenden. Der Zeiger muss in die Standuhr eingesetzt werden. Ja, aber ich weiß nicht, welche Standuhr. Wo steht denn eine Standuhr?
Lord of the Weed. Genau. Das ist überraschend gut gealtert. Tatsächlich? Okay. Muss ich mir vielleicht mal wieder anschauen. Dass ich das letzte Mal eine Folge von Sinnlos im Weltall gesehen habe, ist nicht so lange her. Und das fand ich tatsächlich auch immer noch lustig. Junge, dann ist er gar nicht mehr schwarz und lecker. Es ist ein bisschen peinlich, aber seit ich Sinnlos im Weltall gesehen habe, trinke ich meinen Kaffee immer schwarz. Nur damit ich den Witz machen kann, dass ich sage, Junge, schwarz und lecker. Lecker, schwarz und lecker, Junge. Verstehst du? Okay, wo steht eine Uhr? Suchen wir nach der Uhr. Auf dem Klo ist keine Uhr, glaube ich. Das können wir ausschließen. Rebecca? Danke. So halb. Hallo, stinkst du? Was geht? Mir geht's mittlerweile ganz gut. Aber es war eine schlimme Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, jetzt ist alles wieder gut. Ja. Das ist schon lustig. Oh, ich glaube, ich habe irgendwie Rebecca verloren, oder? Weil die gerade angegriffen wurde von Igeln. Dürfte die nicht mitkommen, oder was? Na dann. Okay, Billy. Schön langsam kriege ich das mit den Tasten auf die Reihe. Der Franklin, dankeschön. Die Standuhr ist über der Bibliothek. Da, wo der Aufzug ist. Oh, Killy Dowkilly. Ich wäre jetzt auf jeden Fall mal da hochgegangen. Da, wo der Aufzug ist, finde ich wieder. Das ist halt das, wenn man immer nur so mit einem halben Auge spielt, ne? Und dann auch noch unter Alkoholeinfluss. Don't drink and survive. Da habe ich mich jetzt gerade sehr clever gefühlt, als ich das gesagt habe. Weil es ein Survival-Horror-Spiel ist, versteht ihr? Hilarious. Okay. Ah, warte, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Ah, Mist, dann wäre ich ja da, wo die Krähen sind, schon echt ganz richtig gewesen, oder? Und ich dachte mir noch so, nee, da müssen wir nicht mehr hin zurück. Und genau dahin muss ich zurück. Das heißt, am besten... weißt du was, gehen wir einfach da lang. Ist es jetzt leichter gerade für mich? Prost. Aber nicht hier drin, ne? Da oben oder so. Oder wo? Machen wir es nochmal so. Okay. Ich fand die Idee eigentlich früher echt ganz cool, dass man zwei Figuren hat. Der Aufzug hat die Fahrt nach oben nicht überstanden. Okay, Rebecca, vergiss es. Meine Abkürzung funktioniert nicht. Dann muss ich jetzt in den Bossraum nochmal irgendwie kommen. Das gute alte Resident Evil-Prinzip, man weiß nicht, wo man hinläuft, um irgendwas zu suchen, wo man nicht weiß, wo es ist. Das stimmt. Aber ich meine, Resident Evil oder so klassische Survival-Horror-Spiele sind ja schon so ein bisschen die Softcore-Variante von echten Adventures früher. Bei so richtig alten Adventures war ja genau das quasi das komplette Gameplay. Du bist rumgelaufen und hast irgendwo Items aufgehoben und hast keine Ahnung gehabt, was die machen. Und wenn das dann auch noch irgendwie lustige Adventures waren, dann war die Kombination teilweise so albern, dass man sich das überhaupt nicht logisch herleiten konnte. Benutze Ente mit Stock, damit du einen Entenstock kriegst, weil den brauchst du, damit du irgendwo, was weiß ich, das
Warzenschwein vertreiben kannst, weil die in der Welt Angst vor Enten haben. Oder irgendwie sowas, weißt du? Sowas gab's halt. Und da gab's halt einfach nur die Möglichkeit, dass du rumprobierst. Und das war teilweise sehr frustrierend. Ich war nie ein Fan, muss ich euch ganz ehrlich sagen, von so klassischen Text-Adventures oder Grafik-Adventures, weil mir die oft zu blöd waren, was die Lösungsansätze angeht. Dino Crisis. Das erste Dino Crisis fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Da hätte ich Bock, dass wir vielleicht mal einen zweiten Teil noch spielen, irgendwann so als Bonusspiel. Zack McCracken. Vor allem bei Zack McCracken war das schlimm. Ja. In welchem Grafik-Adventure war denn dieses legendäre Rätsel? Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber das ist so ein bisschen in die Game-Design-Geschichte eingegangen als schlecht designtes Rätsel im Sinne von, das darf nicht nochmal passieren, weil da musste man eine Ziege anklicken. So weit, so gut. Erstmal alles in Ordnung. Das Problem war aber, du musstest die Ziege, glaube ich, 2 oder 3 Mal mit dem richtigen Item in der Hand oder sowas anklicken, bis das Rätsel gelöst war. Beim ersten Versuch ist irgendwas anderes passiert, was nicht passieren soll. Also, ne, so ein Gag. Und dann kam erst der richtige, also die Lösung. Und ganz viele haben halt logischerweise nach dem ersten Versuch schon aufgehört, weil sie gesagt haben, naja, funktioniert wohl nicht. Und, ne, das ist blöd. Das sollte nicht passieren. So, jetzt habe ich hier den Zeiger. Aber auf was stelle ich den jetzt eigentlich? Verdammt. Da schaue ich jetzt schnell nach. Da gucke ich jetzt schnell. Wartet mal. Resident Evil Zero Clock. Nee, nicht Glock 17. Hä? Time. Ich versuche mal Time vielleicht. Uhr 15. Okay, danke schön. Das nehmen wir. Ah ja. Mister hat es auch gerade geschrieben. Wichtige Frage. Du bist ja viel im Fallout und Resident Evil Universum unterwegs. Was sagst du zu der Resi Netflix Serie? Ich fand es schade, dass die abgesetzt wurde. Ich fand die nicht gut. Ich fand die besser als die Mila Jovovich-Filme zum Beispiel und besser als einiges andere, was so an Resident Evil-Medien hervorgegangen ist. Aber ich fand die trotzdem nicht gut. Ich finde es nicht schade drum, dass die abgesetzt wurde. Ich hätte halt einfach gern mal eine gute Resident Evil-Serie. Ist denn das zu viel verlangt? Ich verstehe es wirklich nicht, verdammt. Capcom, mach halt jetzt mal was Gutes. Dass Capcom unzufrieden war mit dem Skript, das Romero, der Zombie-Urvater im Filmbusiness, original hat der ein Resident Evil 1-Skript geschrieben. Und so viel von dem so durchgesickert ist, von dem man gehört hat, ist das sogar richtig gut. Und Capcom sagt, nee, damit sind wir unzufrieden. Wir machen jetzt lieber blöde Actionfilme. Oh mein Gott, regt mich das auf. Moment mal, jetzt ist es falsch. So, jetzt sind wir auf jeden Fall bei 8.15 Uhr. Tatsächlich, es stimmt. Sehr schön. Klingt nach Bathemos Fluch. Das könnte sein. Das Ziegenrätsel. Ja, das Ziegenrätsel ist es. Dankeschön. Das war's. Da hast du recht. Michaela, dankeschön. Genau, Vello hat's auch schon gesagt. So, und ich schätze mal, jetzt dürfte quasi, wenn wir alles richtig gemacht haben, die Tür im Hauptsaal aufgehen.
zu Resi und Dino Crisis habe ich noch Parasite Eve 2 gespielt. Das ist auch ein Spiel, das würde mich tatsächlich mal wieder interessieren. Das würde ich vielleicht auch gerne als Bonusspiel noch mit einbauen. 8.15 Uhr war in einem Bericht im letzten Stream genannt. Ja, konnte ich mich nicht mehr erinnern. Hab mir wieder keine Notiz in mein schlaues Büchlein gemacht, ne? Was habe ich jetzt davon? Für was habe ich's denn? Unverschämtheit. Okay. Oh, wenn wir jetzt hier raus sind, kommt erstmal die Fledermaus, ne? Hm. Es ist halt wirklich ein bisschen lame, oder? Findet ihr nicht? Wir haben halt in Resident Evil 1 haben wir die normalen Zombies, okay, schön und gut. Und dann haben wir Zombie-Hunde, okay, meinetwegen, ist auch noch ein bisschen Standard so. Aber dann haben wir Hunter und Chimera und eine Riesenschlange, okay, gut. Aber ja, ihr wisst schon, ne, wir haben so ein bisschen wenigstens interessantere, vielfältige Monster, so Hybridwesen, ne, irgendwas ganz Weirdes, Unbekanntes, eine riesige Monsterpflanze. Es ist alles so ein bisschen weird. Wir haben auch einen Riesenhai und eine Riesenschlange und das ist ja auch in Ordnung, aber eben auch viel Interessantes. Und hier haben wir halt einen riesen Tausendfüßler und eine riesen Fledermaus und komische Affen. Und okay, wir haben hier Igelmonster. Ich schätze, die sind ein bisschen besonders tatsächlich. Aber abgesehen davon haben wir halt eigentlich nur blöde Biowaffen. Ich mag die nicht. Ich mag die Resident Evil Zero Biowaffen nicht. Große Frösche. Es ist einfach alles in normal, nur ein bisschen größer. Da hätte man schon ein bisschen mehr Kreativität reinstecken können. Finde ich schön, schon. Ein Riesenkarnickel wäre mal was Besonderes. Ich meine, es wäre mal was anderes zumindest. Das stimmt. Da hast du recht. Würde es nicht schneller gehen, wenn du das Haus einfach niederbrennst? Da? Letztendlich würde ja dann alles quasi niedergebrannt, explosionsartig. Fledermaus ist schon da, das stimmt. Aber gleich kommt dein großer Bruder oder Onkel oder ich weiß es nicht. Ein Gedicht. Der Mond beugt sich der Erde. Die Erde ist der Sonne treu. Und das allmächtige Gesetz der Sonne regiert alles. Dies ist der Schlüssel, der Weg zum Ruhm. All unsere Hände können die Tür zum Himmel nicht öffnen. Das ist irgendwie ein lames Gedicht. Okay, der Mond beugt sich der Erde. Also Mond, Erde, Sonne ist einfach nur die Lösung. Okay. Schieß, Rebecca! Schieß doch! Warum schießt du denn nicht? Alle grunzen durch die Gegend. Rebecca braucht eben ein bisschen Heilung. Können wir mal schnell ins Inventar gucken. Ach, guck mal. Ich habe nur noch einen Schrotflintenschuss. Den laden wir rein. Dann drücke ich den falschen Knopf, vollkommen absichtlich. So, dann austauschen mit Heilspray. Aber das nehme ich jetzt noch nicht. Das wäre Verschwendung. Hat sie noch Munition? Ja, eben, eigentlich schon. Ach so, aber jetzt ist ihr Inventar voll. So. Warte mal, wenn wir schon dabei sind, Billy, dann benutzt du die Pistole bitte, weil du hast sehr viel Munition. So, jetzt haben wir aber alles. Nehmen wir den Film B mit, auch wenn wir den noch gar nicht brauchen. Anscheinend wurde das Feuer erst vor kurzem entzündet. Bücher liegen auf dem Boden herum. Hm, wirklich komisch. Ach, weißt du was? Das benutzen wir gleich. Komm. So. Ja, dann muss ich jetzt wieder Billy nehmen.
Das Inventarmanagement zwischen den beiden Figuren könnte auch ein bisschen intuitiver einfach funktionieren, ne? Das war halt alles. Das mit dem Inventar haben die versaut. Die wollten einfach irgendwie so ein bisschen dieses alte, angestaubte Inventarsystem auffrischen, aber haben es irgendwie meiner Meinung nach nur schlimmer gemacht. Und warum werden die Zombies hier eigentlich nicht zu Crimson Heads? Ich überlege gerade, wie das lore-technisch ist. Und ich denke, aber ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht hundertprozentig sicher, dass hier in der Anlage und in der Villa der gleiche Strang vom T-Virus ausgebrochen ist. Das heißt, technisch gesehen müssten die auch zu Crimson Heads werden können. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, rein logisch müsste es so sein. Insofern, ja. Es gibt auch noch die komischen Froschmonster. Ja, das sind die Lurker eben. Okay, gut. Fledermaus. Gut. Müssen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir gegen die kämpfen. Ich glaube, ich speichere mal. Irgendwo hier habe ich bestimmt Farbband abgelegt. Achtung. Ich verstehe halt nicht, wie jemand das da gemacht hat. Das hier sich überlegt hat. Dass überall am Boden Items liegen und man muss ziemlich genau hingehen, um die richtigen aufzuheben und man hebt dauernd die falschen auf und sich gedacht hat, ja, das ist definitiv ein besseres System als eine Kiste, in die man alles rein und raus schiebt. Ich weiß nicht, Ich weiß es nicht, aber gut. Naja, wurden die Zombies hier nicht durch den Igel zu Zombies? Ja, aber es ist theoretisch. Oh. Theoretisch könnte es sein, dass durch die Igel quasi in der Villa, im Labor der Villa, ein Unfall passiert ist, der da vor Ort spezifisch nochmal einen zusätzlich eigenen T-Virus freigesetzt hat. Zusätzlich zu dem durch die Igel verursachte Katastrophe, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Muss ich mir mal genauer anschauen, das Thema. Wenn ich Lurker höre, muss ich immer an Gothic denken. Das ist regelrecht einprogrammiert. Oh, was waren denn Lurker in Gothic? Das weiß ich nicht. Ist das nicht wie beim Tyrant, je nach Mensch abhängig? Nee, in dem Fall nicht. Also, in dem Fall ist es einfach so, dass in Raccoon City ein anderer Strang ausbricht als in der Villa. Und deswegen wird, dadurch wird quasi erklärt, warum es in Raccoon City keine Crimson Heads gibt. So. Was machen wir jetzt mit Mikrofilm A und B? Das ist jetzt, glaube ich, die Frage. Hey, ich finde es echt ein bisschen krass, dass ich mich in dem Spiel an so wirklich gar nichts mehr hier gerade erinnern kann. Dabei ist das gar nicht so lange her. Ich glaube, ein Jahr oder so. Ein bisschen länger vielleicht, dass ich zumindest bis zu den Affen wieder mal gespielt habe. Krass. Vermutlich war ihr der Ausbruch des T-Virus mit dem Epsilon-Strang. Ich glaube, es waren beide der Epsilon-Strang, aber einer mit WeAct und eine ohne. Irgendwie sowas. Ich weiß das immer auch. Auswendig weiß ich das auch immer nicht. Da muss ich auch immer nachgucken. Lurker sind die fiesen Super-Echsen, die einen gern mal one-shotten. Ja, das stimmt. Die können leider, die können einen direkt essen einfach. Genau. Genau, Vello. Das wäre es nämlich einfach. Boxen und am Boden legen. Das am Boden legen an sich ist eigentlich eine gute Funktion. Oft ist es nervig in den alten Resident Evil Teilen, dass das Inventar voll ist und dann muss man extra zurücklaufen und ne? Wäre super praktisch, wenn man sagt, hey, dann lege ich jetzt einfach mal das Heilkraut oder die Munition hier auf den Boden. Fertig. Aber warum denn die Kisten streichen? Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Nee, kann man nicht zu zweit spielen, auch wenn es irgendwie auf der Hand liegen würde, ne? Aber nee, kann man nicht. So, was machen wir jetzt? Follow me. Okay.
Was machen wir jetzt? Wir waren jetzt da oben drin. Was haben wir da oben gefunden? Das B-Ding. Aber wo war denn ein Projektor oder irgendwas? Ich habe mich leider wirklich auch zu schlecht umgesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber das finden wir raus. Resident Evil Zero. Wie heißt das Ding? Mikrofilm oder so, ne? Mikrofilm-Puzzle. Brauche ich da nicht nochmal? Wartet mal. Hä? Brauche ich da nicht nochmal was anderes, damit ich das Pult aktivieren kann? Erstmal noch? Oder wie oder was? Ich muss gerade Werbung abwarten. Okay. Ach so, der Projektor steht da hinten im Raum. Guck, das ist genau das. Ich bin da 100-mal dran vorbeigelaufen wahrscheinlich und hab's einfach nicht mehr. Der Raum mit dem Projektor ist im selben Raum, wo die Toiletten sind. Ach so, nee, dann bin ich verwirrt. Dann habe ich gerade das falsch interpretiert. Nein. Wie kann man konsequent einfach immer die falsche Taste drücken? Jetzt passt mal auf. Ich muss genau da hinten. Ah, alles klar. Ich verstehe schon wieder. Gut, wir sind wieder im Game. Let's go. Der Profi Resident Evil YouTuber, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin halt eher nicht so der Speedrunner. Ach, jetzt gehe ich schon wieder in die falsche Tür, oder? Sondern der Lore-Mensch. Das wird besser, wenn wir zu den neueren Teilen kommen. Die spiele ich öfter tatsächlich. Oh! Okay. Ich musste gerade kurz aufs Handy gucken. So, das war für mich immer eine Wii, die da steht, neben dem Projektor. Ach shit, jetzt haben wir den Mikrofilm A ja gar nicht dabei. Ah. Wo habe ich denn den liegen lassen? Wahrscheinlich im Hauptraum, hoffe ich mal. Einlegen. Ach so, nee. Ich finde, aus der Perspektive sieht es voll aus wie eine Wii, die man hochkant gestellt hat, oder? I'll go. Okay. Argo. Und das schon bevor es die Wii gab. Genau, liegt hier. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Simon und Gregor von den Rocket Beans haben auch in 10 Minuten vergessen, was sie machen müssen. Ja, aber ich glaube, das hängt auch wirklich sehr viel damit zusammen, wenn man streamt, ne? Ich gucke halt wirklich meistens im Chat, während ich irgendwo hinlaufe und sehe deswegen sowas wie irgendwelche wichtigen Objekte nicht, die irgendwo rumstehen. Und dann ist alles auch schon Jahre her und ja. Hä, der sollte eigentlich irgendwo hier liegen. Ist er das da? Nee, das ist Schreibmaschinenband, oder? Guckt, da sind wir wieder bei dem Punkt. Warum das System einfach irgendwie nicht ganz so gut durchdacht ist. Da ist der Greifhaken, okay. You stay here. Nee. This way. Okay.
Eine Wii aus einem starken Rauchhaushalt. Ja, stimmt. Okay, die sollte da unten irgendwo. Wahrscheinlich wirklich. Ich glaube, die liegt außerhalb des Sichtbaren. Oh Gott, ey, das wird jetzt nervig. Die liegt außerhalb der Kameras. Das ist sehr gut. Nein, auch nicht. Nein, auch nicht, aber ich nehme die mal, damit sie weg sind vom Boden. Aber irgendwo hier muss es sein. Nein. Okay, ich nehme das jetzt mal mit und lege es irgendwo anders hin. Also wirklich, oder? Also wirklich. Wer hat das sich ausgedacht und dachte, ja, das ist eine super Idee. So machen wir das. So verbessern. Ah, wir haben es. Okay, das war jetzt wirklich Glück, ne? Liegt einfach wirklich zwischen, also außerhalb der beiden Kamerawinkel. WTF. Was zur Hölle? War gerade kurz im Lurk, hab mein Geschirr gespült und dabei bei offenem Fenster das Beste von die Ärzte zum Besten gegeben. Sollten meine Nachbarn mich gehört haben, werden die safe denken, hier wohnt irgend so ein komischer Typ. Ich finde, also die Ärzte gehen doch immer. Man kann doch immer die Ärzte laut grölen. Die dachten wahrscheinlich nur, du hast irgendwie Kopfhörer drin oder sowas und haben geschmunzelt. Spätestens hier steigen die meisten aus. Meinst du jetzt bei Resident Evil Zero? Hm. Ich finde, Resident Evil Zero macht nicht so viel Bock wie 1 Remake. Ja, das finde ich auch. Und ich kann irgendwie, weißt du, abgesehen von dem Gegnerdesign, das ich nicht so gut finde, und dem sehr nervigen Kisten, fehlenden Kistenmanagement und so weiter, kann ich ehrlich gesagt nicht mal genau sagen, warum. Ich weiß nicht, warum das irgendwie mich nicht so huckt. Wie gesagt, ne, Zug finde ich großartig, aber ab dann finde ich es irgendwie auch einfach ein bisschen langweilig. Und ich weiß nicht genau, warum. Ich bin auch nur immer mit so einem halben Hirn dabei, weil eigentlich ist es so, keine Ahnung. Sogar die sehr trashigen Spin-Offs, die wir teilweise gespielt haben, wie Gun Survivor oder so ein Quatsch, ne? Das war irgendwie interessant, weil es so bekloppt ist. Aber das ist es auch nicht, leider. Es ist zu gut, um schlecht zu sein und zu schlecht, um gut zu sein. Oder irgendwie so. Über dem Bild der Sitze steht etwas. Und wir kriegen eine Modisk. 01234567891ABCDEF. Mikrofilmbild. Das Bild entsteht durch Aufnahme, was durch Aufeinanderlegen von Mikrofilm A und Mikrofilm B. Nummern, die auf den Sitzen des Konferenzraums zu sehen sind, sind zu sehen. Ach. Ach ja, übrigens, hab das letzte Video von Fallout 1 vorgestern noch geguckt. Hast du nach dem Stream eine Lösung für die krasse Verstrahlung gefunden? Ja, ja, ich habe eine Lösung gefunden. Wir können da weiterspielen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das erzähle ich euch dann alles, wenn wir zu Resident Evil kommen. Wann kommen wir denn eigentlich zu Resident Evil? Lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Wir haben angefangen um 18.30 Uhr, ein bisschen verspätet. 19.30 Uhr, 20.30 Uhr. Hey, ich würde sagen, wir fangen jetzt dann mit Fallout an. Stimmt. Gut, dass du sagst. Ich spiele da so vor mich hin. Resident Evil Spiel, habe ich Resident Evil gesagt? Ja, ihr wisst, was ich meine. Vergesst, was ich gesagt habe, ne? Wir verstehen uns auf einer anderen Ebene. Wir fühlen uns.
Ich finde nach dem Zug den Schauplatz nicht mehr so interessant. Dasselbe wie eins, nur in grün. Ja, ein bisschen, das stimmt. Ja, aber damit ich es nicht vergesse, gehen wir jetzt noch schnell hoch und ich lege noch schnell die Disk oben in den Konferenzraum ein. Oh, gehen wir dann schon in den Untergrund? Oh, ich mag den Untergrund gar nicht. Wollte jetzt keine Resi-Enjoyer verätzen. Nee, nee, du hast, also, es ist wirklich an der Zeit, damit jedes Spiel seinen fairen Teil kriegt. Das ist schon in Ordnung. Genau, habe ich eh schon erzählt beim Resident Evil 1 Gameboy-Ding, aber ich erzähle es nochmal im Fallout-Ding, weil sehen natürlich nicht immer alle alles und sowas. Please input code 2D. Okay. Zwei. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A, B, C, ist das da D? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Okay, Momentchen. Mikrofilmbild. Ach so, ich bin zu C gegangen, alles klar. Bei 0, ah, alles klar. 0 gibt's auch, okay. Dann ist das hier 2. Ach so, klar, wartet mal. Das nutzt natürlich die Mechanik, verstehe ich. Okay, warte mal, dann ist hier 9. A, B, C, D ist dann hier. Das ist so ein bisschen wie die Leon und Ashley Rätsel aus Resident Evil 4, nur in sehr viel nerviger. Tada! Die Rittertüren öffnen sich. Sehr cool. Hab ich hier zufällig vielleicht Speicherband mal liegen lassen in weiser Voraussicht? Ja, sehr gut. Okay, Leute. Dann machen wir hier jetzt eine kurze Pause. Machen wir für heute Schluss mit Resident Evil Zero und in wenigen Minuten, machen wir schnell 5 Minuten Pause, geht's weiter mit Fallout 1. Und ich glaube, diesmal habe ich alle Namen richtig gesagt. Und das Radioaktivitätsproblem haben wir gelöst. Ich erzähle euch dann gleich wie. Trinken nicht vergessen, Frankie Tanky, recht hast du. Und ich bin gleich wieder da. Bis gleich.